Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Gäste der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, ja, schon zur dritten Ausgabe unserer Ringvorlesung in diesem Wintersemester, die unter dem Titel steht Science Talks, ja nicht nur unter dem Titel steht, die Science Talks eigentlich ist. Ich darf auch begrüßen neben mir Herrn Professor Höppe, den Vorsitzenden des Vorstands der Münchner Universitätsgesellschaft, und ich darf auch ganz herzlich unsere heutigen Gäste begrüßen, Frau Professor Schnitzer und Herr Christians. Ich werde Ihnen unsere Gäste noch genauer vorstellen. Sie wissen, dass diese Veranstaltung, die Ringvorlesung hier an der Ludwig-Maximilians-Universität, eine Kooperationsveranstaltung ist. Einer unserer Kooperationspartner ist für unser Publikum zu Hause unsichtbar. Für Sie ist er natürlich sichtbar. Das ist die Media School Bayern, der ich ganz herzlich danke. Sie sind unsichtbar, aber Sie machen uns sichtbar. Das halte ich für eine wunderbare Kooperation. Und unser ganz wichtiger Kooperationspartner ist die Münchner Universitätsgesellschaft. Wenn Sie diese Vorlesung schon besucht haben, dann wissen Sie, was ich jetzt sage. Und ich sage das auch immer wieder, weil das sehr wichtig ist. Ohne diese Unterstützung dieser Veranstaltung durch die Münchner Universitätsgesellschaft könnten wir das gar nicht machen. Die Münchner Universitätsgesellschaft fördert dieses Projekt mit ganz erheblichen Mitteln. Und deswegen möchte ich an Professor Höppe bitten, auch im Namen der Universitätsgesellschaft das Publikum zu begrüßen. Ja, vielen Dank, lieber Herr Jaraus, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich Sie auch heute wieder im Namen der Münchner Universitätsgesellschaft hier begrüßen kann zur Ringvorlesung, zu den Science Talks. Die Münchner Universitätsgesellschaft hat ja wirklich eine sehr lange Geschichte in der Unterstützung der Ringvorlesungen, denn wir finden sie besonders wichtig und sie erfüllt auch einen Zweck, den unser Förderverein hat, nämlich Brücken zu bauen zwischen der Universität und der Gesellschaft. Wir haben unsere Unterstützung etwas aufgestockt in diesem Jahr aus zweierlei Gründen. Einmal, weil wir ein völlig neues Format haben, ein sehr attraktives Format, das man sowohl von zu Hause aus als auch hier in Präsenz, aber dann auch nachträglich noch über YouTube diese Ringvorlesung sehen kann. Da ist sehr viel Technik notwendig und das kostet Geld. Und der zweite Grund war, wir feiern in diesem Jahr unser 100-jähriges Jubiläum und das ist natürlich auch ein Grund, mal etwas spendabler zu sein. Wenn auch Sie uns unterstützen wollen, meine Damen und Herren, dann können Sie das natürlich jederzeit mit einer Spende oder indem Sie Mitglied werden. Wie das genau geht und was die Unigesellschaft so alles macht, können Sie auf unigesellschaft.de im Internet sich anschauen. So, nun wünsche ich uns allen eine interessante Ringvorlesung, interessanten Science Talk und einen schönen, inspirierenden Abend und übergebe wieder an Sie, lieber Herr Jaraus, den Moderator. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Höppe. Erstmal gemütlich Platz nehmen in diesen schönen Sesseln. Meine Damen und Herren, bevor ich Ihnen jetzt unsere Gäste vorstelle, möchte ich noch ganz kurz etwas sagen. Sie erinnern an die Idee dieser Science Talks und auch an das Format dieser Science Talks. In diesen Science Talks geht es darum, das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft auszuloten und dabei natürlich auch einen ganz besonderen Blick auf die Rolle der Universität in der Gesellschaft zu werfen. Es geht uns also um die Berührungsflächen, auch um die Reibungspunkte zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Wir haben das ein bisschen breiter angelegt in unserer allerersten Podiumsdiskussion, Sie erinnern sich, und jetzt versuchen wir ganz spezifische Perspektiven auf dieses Thema zu leiten. Wir haben das letzte Mal über Politik und Geschichte gesprochen, wir werden heute über Wirtschaft in einem sehr weiten Sinne sprechen und haben dazu ganz wunderbare Gesprächspartner hier mit auf dem Podium. Aber Sie merken schon, auch wenn wir diese Reihe fortsetzen, das läuft nicht so schubladenförmig ab. Wenn wir heute über Wirtschaft sprechen, werden wir sicherlich auch über politische Aspekte sprechen, weil sich natürlich solche systemischen Perspektiven auch immer wechselseitig bedingen und wechselseitig durchdringen. Ja, und damit bin ich eigentlich auch schon vom Inhalt, von der Idee der Science Talks zum Format der Science Talks gekommen. Wir
beleuchten also das Verhältnis, vielleicht könnte man sagen, das Gespräch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, nicht in der Form von Vorlesungen und Vorträgen, sondern selber wiederum in der Form eines Gesprächs. Inhalt und Form bedingen sich wechselseitig. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Organisation unserer Veranstaltung. Sie nehmen sozusagen an einem Experiment teil, ein neues Format auszuprobieren. Und dazu müssen wir natürlich alle auch ein bisschen einen Beitrag leisten. Es geht uns darum, und jetzt blicke ich natürlich auf unser Publikum zu Hause an den Monitoren, es geht uns darum, einem Publikum, das nicht präsent sein kann, die Partizipation an Präsenz zu ermöglichen. Das heißt aber umgekehrt, dass wir Sie bitten, das präsentische Publikum nun selber wiederum ein mediales Tool zu verwenden, um auch an dieser Vorlesung partizipieren zu können. Das haben Sie ja zu Beginn unserer Vorlesung schon gehört, wie Sie dann nachher an unserer Diskussion teilnehmen können. Die Idee dahinter ist, zwei so unterschiedliche Publika, ein präsentisches Publikum und ein hybrides Publikum, so auf diese Weise zusammenzuführen und Partizipation in der einen und in der anderen Richtung, unabhängig davon, ob das jetzt präsentisch ist oder medial ist, zu ermöglichen. Das ist auch die Idee, die eine Universität verfolgt im Hinblick auf die Zukunft ihrer Lehre. Ja, dann darf ich Ihnen unsere Gäste vorstellen und heute, wenn ich diesen Begriff jetzt so im ganz weiten Sinne verwenden darf, Wirtschaft, ist sie ja nun wunderbar repräsentiert. Neben mir darf ich ganz herzlich begrüßen Frau Professor Monika Schnitzer. Wir sind schon lange Kollegen hier an der LMU und ich erinnere mich noch an unsere gemeinsame Zeit, als wir zur gleichen Zeit die Aufgabe eines Dekans beziehungsweise einer Dekanin. Ja, Dankeschön, wir arbeiten hier an der LMU immer gut zusammen. Inne hatten. Frau Schnitzer hat Volkswirtschaftslehre in Köln studiert, 1991 promoviert und 1995 in Bonn sich habilitiert und seit 1996 hat sie den Lehrstuhl für komparative Wirtschaftsforschung an der Volkswirtschaftlichen Fakultät der LMU inne. Sie haben Gastprofessuren inne gehabt und wenn man jetzt fragt, wo, dann kann man sagen, naja, nennen Sie doch einfach mal die drei allerersten Universitätsstandorte der Welt. Und dann haben Sie genau die Orte, an denen Frau Schnitzer war, Stanford, Yale und Harvard. Also ich war schon beeindruckt, als ich das gelesen habe. Seit 2020, und da kommt jetzt eine neue Funktion ins Spiel, und die wird uns heute Abend natürlich auch interessieren, das müssen wir ausnutzen, wenn wir einen so prominenten Gast wie Sie haben, ist sie Mitglied, jetzt muss ich das vorlesen, damit ich das genau hinkriege, des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Kurz gesagt, sie ist eine Wirtschaftsweise aus dem Rat der Wirtschaftsweisen und das ist natürlich ein Begriff, der mich sozusagen mit meiner philosophischen Ausbildung ganz besonders reizt. Weisheit, Sophia, ja, was es damit auf sich hat, darauf werden wir bestimmt zu sprechen kommen. Seit Oktober dieses Jahres sind Sie auch Vorsitzende dieses Rates. Gleichermaßen seit Juli 22, also in diesem Jahr, haben Sie auch die Ehrendoktorwürde der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Sie sind Mitglied in ganz renommierten Organisationen, wie beispielsweise in der European Economic Association, ebenso in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Zu Ihren Forschungsschwerpunkten gehören Innovationsökonomik, Wettbewerbspolitik und multinationale Unternehmen. Das war jetzt eigentlich schon eine schöne Brücke zu unserem zweiten Gast und ich darf ganz herzlich begrüßen Herrn Jona Christians. Was mich schon sehr beeindruckt hat und das ist auch ein Beispiel, das würde ich ganz gerne an unsere Studierenden weitergeben, das, was Sie heute machen, diese Idee, die kam Ihnen schon relativ früh, schon während Ihres Studiums. Sie haben Informatik und Experimentalphysik studiert und da schon diese Vision entwickelt eines nachhaltigen Mobilitätskonzepts ohne fossile Brennstoffe. Das geht also schon ein bisschen in Ihrer Biografie zurück. Und wenn man diese Geschichte wahrscheinlich nachverfolgt, und Sie können dann auch etwas darüber erzählen, dann hat es ja an Brisanz immer mehr gewonnen bis zum heutigen Tage und wird weiter an Brisanz gewinnen, wenn wir in unsere Zukunft blicken. Gerade jetzt in dieser Zeit tritt uns doch das sehr sinnfällig vor Augen. 2020
2016 haben sie das Unternehmen Sono Motors gemeinsam mit zwei Freunden gegründet. Ein Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein Solar-Elektroauto, nämlich das Sono Sion, zu entwickeln. Ein Auto, das an seiner Oberfläche mit Solarzellen versehen ist und damit schon eine Reichweite von ungefähr 35 Kilometern erzeugt, die dann zu anderen elektrischen Energiequellen dazukommt und ein Auto entwickelt, das 305 Kilometer Reichweite hat. 2021 ist ihr Unternehmen an die Börse gegangen, an die US-amerikanische Tech-Börse Nasdaq, und die Unternehmen wurde auch schon ausgezeichnet als Most Innovative Startup in Mobility durch Forbes im Jahr 2020 und als eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands durch das Magazin Kapital in diesem Jahr. Sie sind auch Mitglied in beeindruckenden Organisationen wie zum Beispiel der Leaders for Climate Action. Ja, wunderbar. Also interessantere Gesprächspartner hätte ich mir für heute Abend gar nicht wünschen können. Darf ich Sie beide fragen, woran arbeiten Sie gerade? Was beschäftigt Sie gerade? Was verfolgt Sie gerade? Sie schauen mich so an, als ob ich anfangen sollte, dann tue ich das auch. Genau, mein Thema, Sie hatten es vorhin schon genannt, ist Innovation und Wettbewerb momentan ganz wesentlich. Und ja, die aktuelle Forschungsarbeit, die wir gerade abgeschlossen haben, wobei abgeschlossen ist es ja nicht so wirklich, aber wir haben das erste Discussion Paper jetzt daraus gemacht, ist ein Thema, wo genau die beiden Sachen zusammenspielen. Wir schauen uns an, was ist passiert, als im letzten Jahrhundert, in den 80er Jahren in Amerika, das Unternehmen AT&T, der große Telekommunikationsmonopolist, zerschlagen wurde. Das war ein Unternehmen, was unglaublich innovativ war. Bell Labs hat bestimmt der ein oder andere schon mal was von gehört. Die haben wirklich die tollsten Technologien entwickelt, die ganz grundlegend auch für beispielsweise die heutige Computertechnologie waren. Und gleichzeitig gab es da aber so ein paar Wettbewerbsprobleme, denn die haben ihre Monopolstellung in der Telekommunikation auch ausgedehnt auf die Produktion von Telefonapparaten beispielsweise, obwohl es gar keinen Grund gab, dass es da nicht hätte Wettbewerb geben sollen. Aber sie haben den Wettbewerb verhindert, sehr erfolgreich, über viele Jahrzehnte. Und dann war irgendwann genug, in den 80er Jahren sind sie zerschlagen worden. Und wir schauen uns an, was das mit der Innovation gemacht hat. Und wir zeigen, das hat die Innovation enorm beflügelt, obwohl es vorher schon ein wichtiges und extrem innovatives Unternehmen war. Und was wir daraus machen, ist eben auch zu überlegen, was bedeutet das für uns heute? Große Big-Tech-Unternehmen, die von sich auch behaupten, sie wären sehr innovativ, die das sicherlich auch sind, und wo wir trotzdem mit Fug und Recht sagen können, mehr Wettbewerb wäre schon nicht schlecht. Und das können wir anhand dieses historischen Beispiels sehr gut belegen. Herr Christians, was treibt Sie zurzeit um? Bevor ich in die Gegenwart komme, noch ein Korrektiv in die Vergangenheit. Wir haben vor 10 Jahren in der Schule noch gegründet. Das war das Studium. Also das muss ich natürlich jetzt auch sagen. Ich war auch an der LMU, alles gut, aber ich habe es nie fertig gemacht. Das muss ich leider jetzt zugeben. Ich habe ein Semester studiert, nicht? Aber das war, also wir haben angefangen vor 10 Jahren. Das war im letzten Schuljahr. Dann den Prototypen gebaut und in dieser Phase, in dieser Prototypenphase, da, wir haben 3 Jahre den Prototyp gebaut, den allerersten Prototyp. Und da haben wir, damals haben wir noch gar niemandem was von erzählt. Also niemand wusste darüber Bescheid, weil es so wichtig für uns auch war. Und dann hatten wir auf mehr oder weniger Drängen auch der Eltern gesagt, Mensch, was wäre, wenn die auch mal die Uni besuchen? Und Experimentalphysik und Informatik war es bei mir. Ein Semester habe ich es gemacht und dann war einfach die Wahl da, ne? Entweder jetzt Sono weitermachen oder weiter studieren. Und genau. Hands down, ist nicht das Studium gewesen. Und doch ist es so, also die Phase, in der wir uns jetzt befinden, ist seit eben jetzt knapp 6 Jahren, bestehen wir offiziell als Firma. Wir haben dann mit einer Mitgründerin die Firma gegründet und haben erstmal nur das Auto gebaut. So, und jetzt in die Gegenwart, was wir jetzt aktuell machen, ist nicht mehr nur das Auto bauen. Wir haben mittlerweile 2 andere Sparten. Wir produzieren auch Solar. Applikationen, die sich für Trucks eignen, für Busse eignen. Hier in München fahren auch schon MVG-Busse mit unserer Solartechnologie rum. Also wir haben uns da erweitert, dass wir gesagt haben, wir wollen uns nicht mehr nur auf das Auto fokussieren. Das hat auch viel längere Vorlaufzeiten. Was können wir jetzt schon tun, um CO2 einzusparen? Und so kamen wir auf die Solartechnologie, die quasi auszukoppeln aus dem Auto.
Und das dritte ist, dass wir dann eine App entwickelt haben, mit der Fahrzeuge jetzt auch schon geteilt werden können. Also ich kann mein Privatfahrzeug damit teilen. Ich muss nicht auf den Sion warten, sondern ich kann heute schon mein Fahrzeug teilen. So, und das sind so drei Bereiche, an denen wir heute arbeiten, an denen ich dann heute auch arbeite. Genau. Ich habe, Herr Christians, wenn ich gerade bei diesem Punkt bleiben darf, ja vorhin den Blick in die Zukunft geworfen. Aber wie sehen Sie das? Sie wollen ja irgendwann Autos verkaufen, aber die Zeit ist doch jetzt gerade schlecht. Die Inflation ist hoch, man dreht den Euro zweimal um, bevor man etwas ausgibt oder vielleicht auch gerade anders, aber es ist ja schwierig, Geld wird weniger, die Kauflaune sinkt ein bisschen. Wie reagieren Sie auf die Krise? Wie gehen Sie mit dieser Krise um? Erfahren Sie diese Zeit überhaupt als Krise? Oder sagen Sie, nein, das ist eine zu kurzfristige Perspektive, wir blicken da auf längere Entwicklungen? Ja, doch, wir haben Krisen auch. Also, ne, um ein paar zu nennen, klar ist auch hier immer noch Chipmangel bei uns ein Riesenthema. Wir haben das Glück, dass wir noch vor Produktion sind. Die Produktion, die Serienproduktion startet nächstes Jahr. Das heißt, bis dahin können wir noch viel tun, um eben nicht ein Band stillstehen zu haben, wenn wir auf die Chipsätze warten. Aber das ist ganz klar auch ein Thema, was uns beeinflusst. Ja. Also das ist eine Energiekrise, nicht direkt, außer jetzt gestiegene irgendwie, Kosten bei uns im Büro, aber ansonsten nicht riesig groß. Und doch, also dieses Thema Konsumlaune, ja, beeinflusst uns auch. Wir haben jetzt 20.000 Reservierungen auf den Sion, auf das Fahrzeug, Stand heute. Und wir merken, das wird weniger. Ja, also wie Sie sagen, ne, jeder Euro wird gerade zweimal umgedreht. Das macht jetzt nicht direkt die Krise aus. Was wir haben als börsengelistetes Unternehmen, dass einfach sofort auf den Aktienkurs geschaut wird und alles geht gerade runter. Wir befinden uns in dieser Rezession. Und das hat natürlich auch Einflüsse, nicht? Es ist auch oft missverstanden, es bedeutet ja nicht direkt, uns fehlt das Geld, weil das Geld haben wir mit dem Börsengang eingenommen. Ja, nur weil der Aktienkurs sinkt, heißt es ja nicht, uns geht das Geld aus. Aber klar hat das einen Einfluss für jetzt zukünftige Finanzierungsrunden und dergleichen. Also in diesem Spannungsfeld befinden wir uns. Ich würde sagen, trotzdem, die größte Krise ist das Menschliche. Also die größte Krise, wir sind jetzt 400 Menschen, ist, dass wir da geschlossen durchgehen. Also wir hören es ja gerade links und rechts, wie Leute entlassen werden und so weiter. Und natürlich kommt das bei uns dann auch zur Sprache. Aber unser Ziel ist es, da gerade geschlossen durchzugehen, weil das ist immer noch die größte Kraft, die ja so ein neues Unternehmen ausmacht. Das sind die Menschen. Also es ist dieser Zusammenhalt, der den Unterschied macht. Alles andere können die anderen besser. Geld ausgeben können die anderen besser, ja? Und irgendwie Entwicklungsteam zusammenstellen können die anderen besser. Aber die Leute so zu halten und diese Zusammenarbeit, die Innovation am Ende ja auch zu fördern, nicht? Das ist eigentlich das Besondere. Und das ist so, würde ich sagen, die größte Aufgabe gerade. Ja? Diese Energie und das Team in diesem Zusammenhalt zu bestärken. Frau Schützer, welche Bedeutung hat dieser Begriff Krise in Ihrer Arbeit? Ist das eine relevante Kategorie, um wirtschaftliche Prozesse zu beschreiben? Oder sagen Sie, da ist schon zu viel feuilletonistischer Alarmismus drin? Naja, die Tatsache, dass wir jetzt eine Krise nach der anderen haben, die lässt einem schon vermuten, vielleicht wird der Begriff inflationiert. Aber nein, tatsächlich, wir haben einfach unterschiedliche Krisen jetzt gehabt. Jedes Mal Krisen, die man so nicht erwartet hat. Wenn man sie erwartet hätte, hätte man sich sehr gut darauf vorbereitet, dann wäre es auch keine Krise mehr gewesen. Also in dem Sinne ist das schon ein sehr relevanter Begriff. Für uns heißt er vor allen Dingen, dass wir jetzt gerade gut beschäftigt sind. In der Krise werden natürlich viele Kommissionen gebildet. Man macht sich Gedanken darüber, was sollte man machen, was sollte auch die Politik machen. Also für die Wissenschaft und für die Politikberatung ist das eine Phase, wo man besonders viel zu tun hat. Und das hoffentlich dann auch dazu beiträgt, besser durch die Krise zu kommen. Ich würde gerne gleich diesen einen Punkt kommentieren, den Sie, wenn ich darf, den Sie sagten, dass Sie jetzt versuchen, mit Ihren 400 Leuten durch die Krise zu kommen und dass andere jetzt schon Leute entlassen.
Das ist jetzt zum Beispiel genau ein Thema bei einer Krise, wo man sich fragt, ist das jetzt nur gut oder ist es nur schlecht, wenn Leute entlassen werden? Und ich würde mal sagen, für Sie ist es gut, dass die anderen Leute entlassen. Woran will ich das jetzt festmachen? Bei den großen Big-Tech-Unternehmen, über die ich vorhin schon gesprochen habe, also die Googles, Amazons, Apples dieser Welt, von denen man ja in den letzten Wochen viel gelesen hat, dass sie Leute entlassen, in großem Umfang, und wo man jetzt immer wieder gefragt wird, woran liegt das? Und tatsächlich hat es unter anderem was damit zu tun, dass sie zum Teil auch zu viele Leute haben, die sie gar nicht alle gut beschäftigen. Die haben die vom Markt weggekauft, damit sie nicht woanders gearbeitet haben. Jetzt denken die sich, gute Gelegenheit, da ein paar von wieder loszuwerden. Ist normalerweise auch in Amerika schwer, Leute loszuwerden. Wenn es die aber jetzt alle machen, wenn man es auf die Krise schieben kann, dann ist es erstaunlich leicht. Und ich denke, das ist unsere Chance. Also wir haben ja in Deutschland eigentlich ein großes Fachkräfteproblem. Deswegen wollen sie ihre 400 Leute auch halten, weil es echt schwer ist, solche Leute zu finden, so wie sie sie brauchen. Und als kleines Startup, so klein sind sie vermutlich nicht mehr, aber als Startup ist es schwer, gegen die Googles und Amazons dieser Welt zu konkurrieren. Die zahlen viel besser. Aber das ist jetzt die Chance. Da muss man schauen, dass man die dann wirklich zu uns holt und sagt, hier, also da, ihr seid gerade entlassen, wir brauchen euch. Und dann kann man vielleicht wirklich was draus machen. Also in jeder Krise ist auch eine Chance, das muss man auch sagen. Mhm. Total, also kann ich nur zustimmen. Also wir haben auch Leute, die vorher entweder bei Google gearbeitet haben oder sich überlegt haben, ne? Google ist hier auch zentral in München sehr gut vertreten, und da ist es genau das, ne? Also die überlegen dann, okay, entweder Google groß und viele Möglichkeiten oder Startup klein, risikobehaftet, aber noch größere Möglichkeiten. Hi an alle, die sich bewerben wollen. Und insofern, also das haben wir definitiv. Und wie Sie auch sagen, also wir haben gerade ja, weil wir sagen, wir haben bei uns ja Automobilindustrie und Solarindustrie das erste Mal in dieser Form zusammengebracht. Mittlerweile wissen auch, was einzigartig ist. Ne? Und wenn wir da Leute verlieren, das ist, also da geht Wissen die Straße runter, das also kriegen wir gar nicht so schnell wieder, ne? Selbst wenn wir das dokumentieren und so weiter. Und deswegen ist es tatsächlich gerade was einfach immer noch das größte Asset ist. Nicht? Also alles andere an irgendwie, ich meine, Patenten und so weiter ist schön und gut, aber eigentlich das Wirkliche, was uns gerade vorantreibt, sind diese Menschen. Also das ist wahre Kapital, wenn man das so benennen will. Ja, ja, das ist jetzt natürlich eine weit gesteckte Perspektive, wenn ich das sozusagen ein bisschen runterschrauben darf. Ich nehme an, wenn Sie unternehmerisch tätig sind, haben Sie eine tolle Idee, entwickeln diese Idee, das ist sozusagen die technische Seite. Aber dann werden Sie ja auch das wirtschaftliche Umfeld beobachten, in dem Sie agieren. Und wie schaut denn da Ihre Bilanz aus, also wenn ich den Begriff verwenden darf, wo würden Sie sagen, ja, das sind ganz gute Ausgangsbedingungen, oder wir würden uns andere Ausgangsbedingungen wünschen, die man umsetzen müsste, zum Beispiel durch die Politik. Wie beobachten Sie dieses wirtschaftliche Umfeld? Ja, also grundsätzlich erstmal von Anfang an war das ja, also viele Menschen haben uns auf diesem Weg unglaublich vorangebracht, ne? Und gleichzeitig gab es auch viele Menschen, die uns auf dem Weg gesagt haben, also warum? Vielleicht um einen gleich rauszupicken, wie heißt sie? Die Handelskammer. Wo sitzt sie da an der Orleansstraße? Ne, die ja dafür zuständig ist auch, ne, um neue Unternehmen zu gründen und zu beraten und so weiter. Und da sind wir hin und haben halt gesagt, wir würden gerne eine Firma gründen. Ne, und haben diese Idee und würden das gerne machen. Und die uns da beraten hat, meinte, fang gar nicht erst an. Mein Mann arbeitet bei BMW, das ist eine total bekloppte Idee. Mach's einfach nicht. Und also sie hatte gute Gründe. Das war ja nicht, ne, das war einfach, sie hat es gesehen und dachte, es wird nicht klappen. Warum sollte die gegen BMW oder irgendwen eine Chance haben? Nicht? Und so schon einfach von Anfang an war es ja immer ein Weg, bei dem wir gesagt haben, es gibt dieses klassische Startup. Ja, irgendwie 15 Leute groß und du machst irgendwas mit App oder Software und dann skalierst du und dann machst du irgendwie einen Exit und verkaufst es und dann machst du irgendwie einen Exit oder so. Und das sind wir ja nicht. Und gleichzeitig sind wir aber auch kein Großunternehmen. Ne? Und das ist immer, das ist bis zum heutigen Tag auch unsere Diskrepanz, Thema auch Krisen, wenn wir in Krisen kommen, so zum Beispiel auch passiert während Corona. Und dann gibt es diese Auffangtöpfe. Ne? Es gab sogar ja einen eigenen Topf für Startups.
Corona-Hilfen für Startups. Sind wir da hingegangen und sagen, hey, wir sind auch in der Krise. So, und meinten die, nee, ihr seid irgendwie zu groß dafür. Ihr seid irgendwie, also was ihr vorhabt, 400 Millionen Anfangsinvestitionen, ist irgendwie zu groß. Und dann sind wir zum anderen Topf gegangen und meinten die, also nee, ihr seid irgendwie jetzt auch kein etabliertes Unternehmen, sorry. Ja, also, und das ist eigentlich so, das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns konstant bewegen, dass wir eigentlich sagen, eben, wie gesagt, 400 Millionen Anfangsinvestitionen, um überhaupt dahin zu kommen, dass wir den Sion auf die Straße bringen können und regelmäßige Umsätze aufweisen können. Alles davor sind ja nur jetzt Anzahlungen und eben Investitionen. Und das ist auch der Grund gewesen, warum wir dann mit dem Solar-Business angefangen haben. Ja, also dass wir gesagt haben, damit können wir heute schon reale Umsätze machen. Also wir haben Produkte, die wir jetzt schon, also Europa ist unser Kernmarkt dafür, ne, in denen wir jetzt Busse ausstatten, in Schweden, in der Schweiz und jetzt eben hier auch in München. Das können wir machen, ja, da passiert was. Aber der Sion wiederum ist, also von außen gesehen natürlich eine bekloppte Idee, ja, weil du musst erstmal ganz, ganz viel Geld ausgeben. Frau Schnitzer, darf ich Sie fragen, als Wirtschaftsweise, Sie haben das ja gerade auch als eine Art von Politikberatung charakterisiert. Was ist denn die Zielvorstellung? Was ist denn der Wert, auf den Politik mit ihren Entscheidungen zusteuern soll, im Sinne der Tätigkeit, die Sie ausführen in dem Rat der Wirtschaftsweisen? Ist das Wachstum? Ist das Wohlstand? Das ist eine sehr gute Frage. Also zunächst einmal, wir sind von unserer Aufgabendefinition her erstmal nur dazu da, die wirtschaftliche Entwicklung zu begutachten, also zu charakterisieren, läuft es gut, läuft es nicht so gut, um dann der Politik Merkmale mitzugeben, wie sollte sie denn reagieren. Das kommt noch aus einer Zeit, als man dachte, die Politik, wenn es gut läuft, dann bremst sie ein bisschen und wenn es nicht gut läuft, dann gibt sie ein bisschen Geld ins System, damit es besser läuft. So denkt man heute nicht mehr drüber nach, aber das ist so die Art, wie man damals drüber nachgedacht hat und wie sich das Ganze überhaupt entwickelt hat. Ja, welche Zielfunktion sollte die Politik am Ende haben? Also wir dürfen ja nur begutachten und noch nicht mal Empfehlungen abgeben. Also so steht es explizit im Gesetz, dass es nicht unsere Aufgabe ist, Empfehlungen abzugeben. Aber was wäre die Zielfunktion an der Stelle für die Politik? Früher hätte man da vor allen Dingen über Wachstum gesprochen, außenwirtschaftliches Gleichgewicht, hohe Beschäftigung. Das sind so die Zielgrößen, die man gehabt hat. Und wenn man sich heute anschaut, was steht im Jahreswirtschaftsbericht beispielsweise des Wirtschaftsministeriums, wenn die sagen, ja, wie gut läuft das denn, dann hätten die früher auch vor allen Dingen auf Wachstum geschaut. Und das ist natürlich auch ein Indikator, den wir in unserem Gutachten immer berichten. Wir machen eine Prognose, wie wird im nächsten Jahr das Wachstum sein. Und Prognose ist übrigens, es wird eine leichte Rezession geben, -0,2%. Aber inzwischen schaut man eben auf sehr viel mehr und das ist auch etwas, was gerade im neuen Wirtschaftsministerium unter der neuen Führung nochmal sehr viel mehr auch in den Vordergrund gestellt wird. Und da geht es dann eben nicht nur um Wachstum, sondern eben auch um Größen wie sauber ist die Luft, wie ungleich sind Einkommen oder Vermögen verteilt, ja alles, was mit Umwelt auch zu tun hat. Also ganz andere Kenngrößen auch Größen wie hoch ist die Lebenserwartung, wie gesund sind die Kinder. All solche Themen spielen da auch eine Rolle und werden auch in Indikatoren abgebildet. Man kann auch nicht sagen, das ist jetzt ein allumfassender Indikator. Bei sowas wie Wachstum ist es immer leicht zu sagen, wie messe ich das? Alle anderen, da gibt es einen ganzen Strauß von Indikatoren. Aber das zeigt, dass es eben doch sehr viel mehr gibt, worauf man achten sollte und was unseren Wohlstand letztlich ausmacht. Eben nicht nur, wie reich wir jetzt sind, gemessen im Bruttoinlandsprodukt, sondern auch, ja, wie gesund wir sind, ob wir saubere Luft haben, sauberes Wasser. Das alles spielt eine ganz wesentliche Rolle dafür, ob wir ein gutes Leben führen können. Der Begriff Wachstum, bei dem möchte ich doch noch ganz kurz festhalten, auch wenn Sie jetzt den eingeordnet haben in einen Kontext, einen sehr ausdifferenzierten Kontext, von unterschiedlichen Beobachtungsgrößen und Zielvorstellungen. Naiv wie ich bin, könnte ich ja sagen, gut, der Begriff Wachstum, der beschreibt so etwas wie eine wirtschaftliche Eigenlogik.
Und offensichtlich lief diese Eigenlogik in der Geschichte der Entwicklung kapitalistischer Wirtschaftssysteme relativ lange konform mit politischen Logiken, aber ab einer bestimmten Zeit nicht mehr. Und da gibt es dann Konfliktfälle, Reibungsflächen, wo dann die Politik sagen muss, nein, eben nicht mehr Wachstum um jeden Preis, so kann das nicht funktionieren. Es müssen andere Parameter mit in Rechnung gestellt werden, wie zum Beispiel eine gesunde Umwelt. Und da möchte ich noch gerne mal an Sie beide die Frage geben, wie eine solche Differenzierung ausschaut. Auch beispielsweise bei Ihnen, Sie haben Ihr Unternehmen 2016 gegründet. Heute hat Ihr Unternehmen, glaube ich, 400 Mitarbeiter. Das hatte es wahrscheinlich 2016 noch nicht. Das heißt, Sie sind gewachsen, also da ist ein Wachstum da. Sie versuchen Autos zu verkaufen, aber Sie versuchen Autos zu verkaufen, die genau auf jene Umweltschäden reagieren, die Autos, also ich sage das jetzt mal im herkömmlichen Sinn, eigentlich verursacht haben. Also auch da ist ja ein differenzierteres Modell, eine komplexere Vorstellung von Wachstum vorhanden. Also grundsätzlich als jetzt auch börsengelistetes Unternehmen, nicht? Ist bei uns auch Wachstum erstmal erwartet im, sag ich mal, rein wirtschaftlichen Sinne. Also ne, mehr Umsätze und nächstes Jahr noch mehr Umsätze und nächstes Jahr noch mehr Umsätze. Und wir haben das, also vor allem mit dem Solargeschäft recht schnell können wir schon zeigen, dieses Jahr schon Umsätze, nächstes Jahr noch mehr Umsätze, weil wir mehr Projekte umsetzen wollen und so weiter. Und doch, was wir angefangen haben, von Anfang an mit zu veröffentlichen, vor allem es gibt dann als börsengelistetes Unternehmen Analyst Calls, bei dem du dich quasi den Analysten gegenüber verantwortest oder einfach die Lage des Unternehmens erklärst. Und uns war es immer wichtig, auch unsere CO2-Einsparungen aufzuführen. Weil die gesagt haben, am Ende des Tages, darum geht es uns. Deswegen haben wir das Ganze gestartet. Aber das ist denen sehr egal. Und doch machen wir immer damit weiter und, ne, und auch unsere Sustainability Reports und Nachhaltigkeitsberichte, die wir jedes Jahr veröffentlichen. Klar wissen wir, dass die von vielen nicht gelesen werden und dass es denen erstmal egal ist und die gucken den Aktienkurs an und das ist erstmal nur das Entscheidende. Und doch glauben wir eben daran, eben genau was Sie auch sagten, dass es besteht eigentlich jetzt schon so ein Umdenken. Es gibt immer noch dieses so Festhalten an dem alten Konstrukt und es ist für uns auch nicht, ist nicht schlecht per se. Ist nicht, wir wollen es nicht wegreden oder es ändern, aber wir wollen es erweitern. Ne, eben um genau die Sachen, die Sie auch genannt haben. Also CO2 ist jetzt sehr plakativ, eben, Sie haben noch vieles andere genannt. Und so sehen wir auch Sono ganzheitlich, wie wir insgesamt da herangehen, dass wir sagen, wir wollen nicht, oder ich beschreibe es andersrum, wir nehmen die Menschen an der Hand. Nicht? Wenn das System heute noch so operiert, dann soll es heute so operieren. Dann spielen wir dieses Spiel mit den Umsätzen noch mit und nächstes Jahr kommen noch größere Umsätze, weil es erstmal gut ist, weil wir tatsächlich neue Projekte haben. Aber eigentlich ist uns wichtiger, dass wir CO2 auszeigen, beziehungsweise die Einsparung des CO2s. Und so sehen wir, dass wir Menschen wie so ein bisschen so nudging, glaube ich, ist der englische Begriff da, so ein bisschen so, hey, guck mal, da gibt es noch was anderes. Ihr könntet auch auf unsere CO2-Einsparungen achten und gucken, wie viel wir da eigentlich im letzten Jahr eingespart haben und dafür uns feiern und nicht nur für unsere Umsätze. Und so glauben wir eben daran, wir gehen da los in diesem, sage ich mal, alten System und gehen aber hin in ein neues System. Ja, wie ist es mit dem Wachstum? Sie haben das jetzt sehr differenziert dargestellt. Ich will aber trotzdem nochmal die Frage stellen, auch weil die Kultur historisch ja so neu gar nicht ist. Solche Vorstellungen gibt es immer wieder. Können wir uns eigentlich gesellschaftliche Entwicklung, das ist jetzt sehr allgemein gefragt, vorstellen ohne Wachstum? Können wir uns überhaupt Wirtschaft vorstellen ohne Wachstum? Oder ist Wachstum so ein immanentes Gesetz, ohne das Wirtschaft gar nicht denkbar ist? Ich glaube, der Grund, warum man so viel Wert auf Wachstum legt, ist, weil erstens jeder immanent gerne mehr hätte. Also das gibt ganz wenige Leute, die sagen, oh, mehr brauche ich nicht, ich würde es auch mit weniger tun. Also mag es so Leute geben, aber die meisten ja, haben doch gewisse Ambitionen, wollen vielleicht ein bisschen mehr. Aber wir sehen vor allen Dingen ganz viele Menschen, die noch gar nicht viel haben in einer Gesellschaft, auf der Welt. Und es ist sehr viel leichter, dafür zu sorgen, dass andere, die noch nicht so viel haben, mehr bekommen, wenn man sagt, insgesamt wird der Kuchen größer und dann sollen die mehr bekommen, die bisher noch nicht so viel hatten, als wenn man einfach nur sagt,
okay, der Kuchen bleibt gleich groß, wir nehmen jetzt einfach den einen was weg, um es den anderen zu geben. Das Letzte ist wirklich gesellschaftlich schwer. Das kann man tun, aber es ist sehr viel leichter, dafür zu sorgen, dass es anderen Menschen besser geht, wenn man sagt, der Kuchen wird insgesamt größer und man kann die alle dran teilhaben lassen. Ob das am Ende so aufgeht, darüber können wir trefflich streiten oder diskutieren. Möglicherweise wachsen wir und den Ärmeren geht es zwar besser, aber den Reicheren geht es noch viel besser. Tatsächlich ist das eine gewisse Entwicklung, die man vielleicht beobachten kann. Aber das ist so eines der wichtigsten Gründe, warum alle so auf Wachstum schauen, weil man die Hoffnung hat, dadurch können wir alle etwas besser stellen. Aber wenn ich nochmal nachhaken darf, diese Vorstellung, die man jetzt auch mit diesem englischen Begriff Degrowth umschreibt, das ist dann nicht wirklich eine realistische oder sagen wir mal praktikable Leitvorstellung, die sich eine Gesellschaft zu eigen machen könnte. Ich glaube, an der Stelle muss man sich überlegen, was bedeutet Wachstum und heißt das jedes Mal auch automatisch, dass man mehr Ressourcen verbraucht. Das ist ja so diese Diskussion, gibt es planetare Grenzen, haben wir irgendwie begrenzte Ressourcen und dementsprechend können wir gar nicht beliebig wachsen. Ich muss gestehen, als Innovationsökonomin denke ich so nicht über die Welt nach, weil wir immer wieder feststellen, ja, die eine Ressource ist vielleicht erschöpft, aber dann gibt es andere, weil wir neue Dinge uns zu Nutzen machen können. Dafür ist genau Innovation da, technologischer Fortschritt, dass man neue Materialien entdeckt, dass man neue Dinge entdeckt, mit denen man arbeiten kann. Außerdem muss Wachstum jetzt nicht nur unbedingt ein Wachstum im physischen Verbrauch sein, indem man jetzt beispielsweise Dienstleistungen erbringt, neue Bücher schreibt, das verbraucht keine Ressourcen, aber das sorgt für sehr viel Unterhaltung und in dem Sinne sorgt das auch dafür, dass das Bruttoinlandsprodukt wächst und wir einfach tolle Unterhaltung haben. An der Stelle gibt es keinen Ressourcenverbrauch und das heißt, wir können einfach auch wachsen in Dimensionen, ohne dass wir die planetaren Grenzen ausreizen müssen. Das heißt, für mich ist das nicht notwendigerweise ein Widerspruch. Zu wachsen im Sinne von mehr Möglichkeiten, sich zu entfalten, zu entwickeln, bessere Gesundheit, bessere medizinische Versorgung, mehr Arten, sich in seiner Freizeit zu beschäftigen, das steht also nicht im Widerspruch dazu, dass wir vielleicht irgendwelche Grenzen haben. Wenn ich auch noch hinzufügen, oder jetzt aus der Perspektive, die wir bei Sono haben, wir haben eben beschrieben drei Geschäftsfelder, einmal den Sion und die anderen beiden. Und bei anderen beiden ist genau das auch, was Sie sagen, der Fall. Nicht? Dass wir sagen, was können wir eigentlich wiederverwenden? Die App ist genau die Idee dahinter ist, wie können Autos, die jetzt schon auf den Straßen fahren, geteilt werden? Dass wir nicht erst warten müssen, bis alles elektrisch gemacht wird, sondern wie können wir jetzt schon das nutzen, was da ist? Dasselbe bei den Bussen. Also klar haben wir die Solarpaneele, die werden neu produziert, aber wir verwenden hier die bestehenden Busse. Nicht? Also wir haben 80.000 Busse, die hier in Deutschland rumfahren. Das sind alles Dieselbusse. So, und was wir aber machen, wir integrieren die Solarzellen, wir schließen an das Bordnetz an, dadurch wird der Motor entlastet, weil eben alle elektrischen Verbraucher durch die Solarenergie abgedeckt werden kann, spart 1.500 Liter pro Jahr pro Bus, spart 3 bis 4 Tonnen CO2 pro Jahr und das quasi mit nichts außer ein bisschen Silizium und Polymerverkleidung. Ja? Also grob vereinfacht, aber das können wir tun. Nicht? Wir können das Bestehende nutzen und dasselbe bei den Autos. Wir produzieren gerade 100 Millionen Autos pro Jahr, weltweit. 100 Millionen Autos, das ist verrückt. So, und da wollen wir wegkommen und das sage ich jetzt als Automobilhersteller, wollen wir wegkommen. Wie machen wir es? Eben weil wir von Anfang an den Sion darauf auslegen, wir nennen das dann made to be shared. Von Anfang an wird darauf ausgelegt, dass jeder Sion die Fähigkeit hat, sofort geteilt zu werden. Ich brauche keinen Zusatzservice, ich brauche nichts sonst. Ich habe eine App, die alles schon inkludiert und ich kann direkt darauf zugreifen und beim Nachbarn oder wem auch immer mein Fahrzeug teilen. Und das ist
wo ich sehe, können wir andocken. Also es ist beileibe nicht perfekt, nicht? Weil eben wir verbrauchen auch Ressourcen, aber es gibt einen Weg dahin, dass wir eben auch mit Elektroautos und Recycling in eine Kreislaufwirtschaft kommen. Und dann sehe ich einen Weg, wie wir eben sagen, dann ist nicht mehr per se Wachstum, nicht? Aber dann ist Erneuerung. Und ich glaube Erneuerung, ich glaube an den Tod und ich glaube an etwas Neues wieder. Und das sehe ich sehr wohl, nicht? Dass das passieren kann, dass immer wieder neue Ideen kommen. Aber dass es mehr darauf abzieht, was können wir wiederverwenden, was ist schon da, was können wir nehmen. Das ist jetzt in der Tat ein faszinierender Gedanke und da würde ich auch gern nochmal nachhaken. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen mehr dazu sagen. Es gibt ein großes Unternehmen, das zurzeit Reklame macht mit dem Satz, jede Revolution in der neueren Zeit im wirtschaftlichen Bereich begann in einer Garage. Also ich verkneife mir jetzt natürlich die Frage, ob Sie Ihr Unternehmen auch in einer Garage gegründet haben, aber ich möchte Sie gerne nach dem Verhältnis fragen, das Sie jetzt selber angesprochen haben. Sie haben den deutschen Begriff verwendet, Erneuerung. Der lateinische Begriff ist ja auch in aller Munde Innovation. Ich würde Sie ganz gerne nach diesem Verhältnis fragen, Wachstum und Innovation. Wie hängt das für Sie zusammen? Welche Bedeutung hat dann diese innovative Idee, die Ihr Unternehmen als Kernidee eigentlich hat? Gute Frage. Also wir haben Sachen Innovation mit dem Fahrzeug natürlich sehr lange Zyklen. Ne? Also wir sprechen hier über 3 bis 4 Jahre, die wir jetzt schon ernsthaft, ich meine davor, tatsächlich, es war in der Garage angefangen haben, ersten Prototypen zu bauen, das war ja alles noch ein ganz anderer Maßstab. Also seit 3 bis 4 Jahren, würde ich sagen, sind wir so ernsthaft dran mit einem größeren Team, dass man von einer richtigen Fahrzeugentwicklung sprechen kann. So, und das heißt, nächstes Jahr kommen wir auf die Straße, das heißt, 4 bis 5 Jahre braucht das. Und da sind wir nicht anders wie andere OEMs. Und da schlagen die Uhren auf jeden Fall langsamer. In diesem Solarbereich wiederum, das ist tatsächlich was aus dem Team kam. Das war eine Idee aus dem Team, dass sich Leute zusammengetan haben und gesagt haben, hey, was können wir eigentlich heute schon tun und es vorgeschlagen haben. Und das haben wir übernommen. Und also deswegen Innovation bei Hardware-Produkten ist nicht so schnell wie jetzt in der App, wo du schnell sagen kannst, hey, ich habe deine Idee und morgen haben wir es umgesetzt. Aber ich denke eben mit dem richtigen, also in dem Fall war das bei uns mit dem richtigen Zuhören und dem Zulassen vor allem auch, ergibt sich das von selber. Ja, also das kommt eben von selber heraus, weil Menschen, würde ich mal behaupten, intrinsisch diese Motivation haben, auch was zu verändern, was Gutes zu tun. Oft werden sie nur nicht gelassen so. Und wenn das aber zugelassen wird, dann kann es auch passieren. Ist das ein Rezept für diese wirtschaftliche Entwicklung, die Sie der Politik beratend vorstellen könnten? Absolut. Also ich hätte am liebsten vorhin schon gleich kommentiert, als Sie sagten, wie schwer man es gerade als Startup hatte, die nötige Unterstützung zu bekommen. Entweder man ist zu klein oder man ist zu groß. Man sieht einfach, dass gerade in so einer Krise, das ist vielleicht nicht erstaunlich, ganz viel auf die schon existierenden Unternehmen geschaut wird und man denkt sich, um Gottes Willen, können die denn überleben? Und dann überlegt man sich alle möglichen Hilfeleistungen, damit die eine Chance haben, über die Krise zu kommen, weil man eben befürchtet, wenn das nicht klappt, dann stehen die Leute auf der Straße, haben wir hohe Arbeitslosigkeit, das will man vermeiden. Das ist ja aktuell auch diese große Diskussion. Werden die hohen Energiepreise dazu führen, dass viele Unternehmen nicht mehr überlebensfähig sind? Werden wir eine Deindustrialisierung kriegen? Das ist so die Frage, die man immer gestellt bekommt. Das ist von den Unternehmen, die da betroffen sind, natürlich auch gerne vorgeführt. Die sagen, ja, von der Industrie hängt unser aller Wohlergehen ab. Die ganzen Arbeitsplätze sind davon betroffen. Und dementsprechend wollen wir auch gerne unterstützt werden. Tatsächlich ist es eben so, eine solche Krise muss auch dazu führen, dass sich eine Wirtschaft neu erfindet. Und das sieht man ganz gut an historischen Beispielen. Wenn man sich mal anschaut, was ist passiert bei der Ölpreiskrise in den 70er Jahren, guckt man sich Japan zum Beispiel an, dann hat sich die Wirtschaft schon verändert. Das heißt, man ist damals rausgegangen aus den stark petrochemischen Sparten, weil eben Öl so teuer geworden ist und hat sich entwickelt in Richtung damals sehr viel Consumer Electronics, also die ganzen Fernseher und Radiogeräte und sowas. Und gleichzeitig ist man viel in die Automobilbranche gegangen. Deswegen war Japan hinterher nicht weniger ein Industrieland, aber es war ein anderes Industrieland. Und deswegen muss man solche Veränderungen auch zulassen. Und was auch passiert ist, die Unternehmen sind einfach sehr viel energieeffizienter geworden. Auch das ist etwas, was wir jetzt sicherlich erleben werden. Also eine solche Krise ist eben auch immer gut für Innovation, weil der Druck so hoch ist.
Und vielleicht war bei uns bisher der Druck nicht hoch genug, weil einige Unternehmen sehr gutes Geld verdient haben, indem sie, ja, sagen wir es doch offen, Autos nach China verkauft haben. Und jetzt auf einmal sich fragen, ja, funktioniert das Geschäftsmodell noch? Und das Gleiche gilt natürlich vielleicht für die chemische Industrie, die ihre Produkte weltweit sehr gut verkauft haben, aber jetzt sich überlegen muss, klappt das noch bei diesen hohen Energiepreisen? Und da muss man einfach auch zulassen, dass sich die Welt verändert und die Wirtschaft sich auch anpassen muss. Man darf als Politik nicht zu ängstlich sein und sagen, wir müssen das, was wir haben, bewahren. Denn das ist dann tatsächlich der Weg in die nächste Krise. So werden wir nicht wettbewerbsfähig sein. Also an der Stelle muss die Innovationskraft der Unternehmen auch gefordert werden und nicht abgetötet werden, indem man das, was wir schon gerade haben, mit so viel Geld unterstützt, dass die keine Notwendigkeit haben, sich anzupassen. Frau Schnitzer, ich würde Sie ganz gerne fragen, das ist ja schon eine Frage, die mich umtreibt, auch weil ich fachlich so fern davon bin. Sie haben ja gesagt, Sie beobachten wirtschaftliche Entwicklungen, aber Sie beobachten wirtschaftliche Entwicklungen ja nicht als nicht steuerbar. Sie setzen ja schon eine gewisse politische Steuerbarkeit der wirtschaftlichen Entwicklung voraus und entsprechend geben Sie ja im Kreis des Gremiums der Wirtschaftsweisen ja auch Ratschläge an die Politik. Ist es dann nicht manchmal frustrierend, wenn die Politik zwar einerseits sagt, lasst doch mal hören, was habt ihr für Ratschläge, aber andererseits gar nicht darauf hört, weil vielleicht irgendwie eine Wählerklientel etwas ganz anderes will und man dann in eine ganz andere Richtung geht? Also tatsächlich haben sich gerade die Ökonomen viele Jahre, Jahrzehnte lang immer beschwert, sie hätten gute Vorschläge und keiner würde drauf hören. Die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Gerade jetzt in den letzten Krisen war es so, dass eben auch die Politik nicht wirklich wusste, was das richtige Rezept ist. In der Pandemie, wie sorgt man jetzt dafür, dass die Unternehmen eine Chance haben? Wie geht man damit um? Aktuell in der Energiekrise, soll man jetzt Gaspreis subventionieren, soll man es nicht? Und wenn man es tut, wie sollte man es denn jetzt genau tun? Also an der Stelle werden wir wirklich sehr viel gefragt, sind in sehr vielen Kommissionen und das geht nicht alles nur in der Öffentlichkeit, sodass man es in der Zeitung lesen kann. Da sind einfach sehr viele Gespräche in den Ministerien mit den einzelnen Sachbearbeitern, Fachreferenten, mit natürlich dann auch Minister und Kanzler, aber auch sehr viel auf der Arbeitsebene, wo man versucht, nach bestem Wissen und Gewissen mit dem, was man gelernt hat, was man an der Stelle aus anderen Erfahrungen weiß, gute Vorschläge zu machen, wie man denn damit umgehen könnte. Am Ende muss aber natürlich die Politik entscheiden, denn die Politik steht zur Wahl. Wir können gute Ratschläge geben, aber wir müssen sie nicht verantworten. Am Ende ist das das, was die Politik machen muss. Jetzt zu sagen, das ist trotzdem alles vergebene Liebesmühe, wenn es nicht genauso umgesetzt ist, ich glaube, das ist auch die falsche Sichtweise. Also wer sich da in seiner Eitelkeit gekränkt fühlt, der hat den falschen Beruf gewählt. Denn am Ende geht es doch darum, auch die Diskussion anzuregen. Und manche Dinge brauchen auch eine gewisse Zeit, bis sie sich durchsetzen, bis die Einsicht kommt, vielleicht sollte man hier doch auf den einen oder anderen Ratschlag hören. Sie haben jetzt das ganz deutlich abgegrenzt, haben gesagt, ja, letztlich muss die Politik entscheiden, aber die Vorschläge, die Sie machen, sind ja potenzielle Entscheidungsgrundlagen. Würden Sie denn sagen, dass Ihre Tätigkeit dann unpolitisch ist oder ist die nicht doch auch sehr politisch? Ich glaube, man macht einen großen Fehler, wenn man als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin denkt, mit dem, was man vorschlägt, sollte man Politik zu bestimmten Handlungen veranlassen. Ich will das an einem Beispiel verdeutlichen. Im Frühjahr gab es eine große Diskussion, ob man, als der Krieg losging, sofort von uns aus den Gashahn zudrehen sollte. Es gab eine wissenschaftliche Debatte dazu und einige Wissenschaftler haben an der Stelle gesagt, ja, unbedingt müssen wir sofort machen. Wir sollten kein Gas mehr beziehen, weil wir auf die Weise den Krieg abkürzen und das moralisch geboten ist und so weiter und so weiter. Und an der Stelle, glaube ich,
muss man sehr klar aufpassen zu sagen, was ist das, was ich wissenschaftlich begründen kann. Kann ich an der Stelle wirklich sagen, wenn wir uns so verhalten, dann wird der Krieg sofort beendet. Ich glaube, das konnte keiner belegen. Da bin ich auch überzeugt davon, dass das nicht richtig ist. Die zweite Frage, welcher Schaden entsteht dabei? Und auch das konnte keiner wirklich wissenschaftlich gut belegen, weil wir dafür einfach gar nicht die Daten haben. Eine solche Situation hatten wir noch nie. Da war wissenschaftlich wirklich nur sehr begrenzt eine Aussage möglich. Und wenn das an der Stelle dann noch verbunden wird mit einer sehr, sehr vehement vorgetragenen Aufforderung, wer sich nicht diesem Empfehlung anschließt, der ist moralisch auf der falschen Seite, dann wird es langsam wirklich gefährlich. Also ich glaube, wir müssen als Wissenschaftler schon so ehrlich sein, zu sagen, das können wir wissenschaftlich belegen, das wissen wir vielleicht nicht. Irgendwo ist dann eine politische Entscheidung zu treffen. Und da kann ich als Privatperson eine Meinung haben, aber ich kann nicht sagen, das sage ich jetzt als Wissenschaftlerin, also was ich da jetzt ethisch für gerechtfertigt halte oder nicht. Diese Ehrlichkeit ist wirklich notwendig, auch um als Wissenschaftler dann ernst genommen zu werden. Und ein schönes Beispiel, wir haben uns das auch in verschiedenen Studien angeschaut, ist, wie lief das in der Pandemie? Jemand wie Drosten zum Beispiel hat sehr gut kommuniziert, weil er gesagt hat, das wissen wir schon wissenschaftlich und hier gibt es allererste Studien, das ist noch nicht validiert, da bräuchten wir sehr viel mehr Daten. Da können wir vielleicht die eine oder andere Erkenntnis draus ziehen, aber da brauchen wir noch mehr. Und an der Stelle muss die Politik trotzdem Entscheidungen treffen. Und da kann man sagen, okay, und ich persönlich würde mich jetzt so oder so verhalten. Aber man darf nicht so tun, als wäre das jetzt alles wissenschaftlich fundiert, wenn die Wissenschaftlichkeit das noch nicht kann, weil die Daten fehlen. Da ist, glaube ich, sehr viel Ehrlichkeit gefordert, sehr viel Transparenz. Ja, ich glaube, jetzt sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt der gesamten Vorlesungsreihe angelangt. Sie haben jetzt gerade dieses andere Beispiel genannt, Umgang mit der Pandemie. Es gibt ja diese Situationen, man sitzt vorm Fernseher und dann hört man den einen Experten und den anderen Experten. Der eine Experte sagt zum selben Thema, wir sollten das machen. Der andere Experte sagt, wir sollten genau das Gegenteil machen. Die Beispiele aus der Pandemie sind uns geläufig, aber auch aus Ihrem Bereich, Spitzensteuersatz rauf, Spitzensteuersatz runter. Und es lädt ein zum Wissenschaftsbashing, weil man gar nicht sich die Mühe macht, einen zweiten Blick drauf zu verwenden. Was sind denn eigentlich die Entscheidungsparameter? Wie kommt es dann zu diesem Ratschlag oder zu jenem Ratschlag, zu dieser Einschätzung, zu jener Einschätzung? Sie haben jetzt auch die Datenlagen angesprochen. Müssen Sie dann nicht in viele Richtungen hin kommunizieren, also in Richtung auf die Politik, die ja nun diesen Rat eingerichtet hat, aber natürlich auch gleichzeitig an diejenigen, die ihre Ratschläge an die Politik wiederum medial wahrnimmt. Und wie ist denn eigentlich so eine Metakommunikation zu bewerkstelligen? Ja, tatsächlich ist das wirklich eine ganz wichtige Aufgabe, die wir übrigens als Sachverständigenrat auch als solche wahrnehmen oder verstehen. Also nicht nur mit der Politik zu reden, sondern mit der Öffentlichkeit zu reden, über solche Themen zu reden und zu kommunizieren und auch zu erklären. Das Problem ist immer, in welchem Format macht man das am besten? Und man muss ganz viele Formate aussuchen. Ein solches Format wie heute ist natürlich ideal geeignet, weil man tatsächlich mal die Chance hat, mehr als 3 Sätze am Stück zu sagen. Wenn ich in einer Talkshow bin, dann ist das schon sehr viel schwerer, weil natürlich das auf maximale Aufmerksamkeit und Unterhaltungswert ausgerichtet ist. Und wenn man 3 Sätze gesagt hat, dann muss schon der Nächste drankommen, da muss irgendwas sein, was besonders spannend oder kontrovers oder ja, aufregend ist, damit die Leute nicht wegschalten, weil sie sonst sehr schnell hier mit ihrer Fernbedienung zum nächsten Sender wechseln. An der Stelle ist es also wirklich gar nicht einfach, in diesen Formaten das gut zu machen. Und trotzdem muss man auch diese Formate bedienen, denn das wird ja von vielen wahrgenommen. Das ist eine Kunst, die man lernen muss, die aber ich für sehr wichtig halte. Und ich glaube, da sind wir auch als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin in der Verantwortung, das, was wir wissen, auch zu kommunizieren, möglichst so, dass es gut verständlich ist und den Leuten hilft, bei ihrer Entscheidungsfindung sich eine Meinung zu bilden und am Ende dann auch für sich selbst die richtigen Entscheidungen zu treffen. Christian, ich würde Sie ganz gerne nochmal fragen, wenn wir jetzt sozusagen... Ich bin aber auch gut damit, ich finde es hochspannend, wollte ich nur kurz kommentieren. Sorry, kleine Unterbrechung.
Ja, ich würde Sie gerne noch mal fragen, wenn wir jetzt sozusagen den großen volkswirtschaftlichen Blick auf die betriebswirtschaftlichen Anforderungen zurücklenken. In Ihren Unternehmen, so stelle ich mir das naiv vor, gab es irgendwann einmal eine technische Kernidee. Und die entwickeln Sie. Aber relativ schnell muss man sagen, gut, wenn man diese Idee hat, dann muss man sie umsetzen. Und wenn man sie umsetzt, ist das keine Frage der Technik mehr, sondern es ist eine Frage, ja, ganz allgemein gesagt, der Wirtschaft, der Betriebswirtschaft, der Umsetzung. Wie gehen Sie eigentlich mit dieser Anforderung an einer Doppelkompetenz von Technik und Wirtschaft eigentlich in Ihrem Unternehmen um? Hui, große Frage. Ich fange ganz am Anfang an. Wir sind ja 2016, haben wir die Firma gegründet, zusammen mit Navina. Sie war Grafikdesignerin, nicht? Jetzt auch nicht irgendwie Unternehmen. Wir hatten noch parallel, wir hatten ein weiteres Unternehmen, mit dem wir Sono, damals hieß es noch nicht Sono, damals war es einfach nur unser Projekt, finanziert hatten. Also wir hatten ein bisschen betriebswirtschaftliche Erfahrung einfach gemacht dadurch, ne? Wenn du mal irgendwie eine UG war das in dem Fall, angemeldet hast, dann weißt du ein bisschen und dann machst du irgendwie so ein bisschen die Kontoführung und die Steuerabrechnung und so. Also so ein bisschen setzt du dich damit auseinander, aber eben, wie vorher beschrieben, nie richtig studiert. Und ne, heute mit einem richtigen Team und einem CFO ist das natürlich ein anderes Thema. Aber wie es damals angefangen hat, war, dass wir wussten, zu dritt, wir werden es nicht alleine schaffen. Und deswegen war es von Anfang an auch keine Geschichte, die da hieß, oh, drei großartige Menschen, die irgendwie besonders, weiß ich nicht, leistungsfähig oder IQ von, weiß ich nicht, was haben, war ja nie die Geschichte. Sondern was wir gemacht haben, war, wir sind rausgegangen mit einer Crowdfunding-Kampagne in 2016 und haben den Menschen gesagt, was wir vorhaben. Und viele, viele Menschen kamen zurück und haben gesagt, warte mal, also ihr habt es vor, ich habe es mir entweder sowieso schon immer gedacht, ich habe mir auch gedacht, warum gibt es keine Autos mit Solarintegration, oder ich finde einfach eure Story so cool, ich unterstütze euch. Also von Anfang an war es eigentlich eine Bewegung. Und das ist eigentlich noch heute, was uns ausmacht. Also wenn wir 20.000 Reservierungen haben, dann sind es nur Zahlen, dann sind es nur Nummern, nicht? Aber es gab schon 2016 eine Frau, ich nenne sie mal Alice, die mich da damals angerufen hatte und meinte, sie hat hier irgendwie vier Kinder und für sie ist das ideale Auto und sie wartet eigentlich nur darauf, ob sie es doch kaufen soll. Und ich meinte zu ihr dann, ich weiß selber nicht, weil ich habe selber drei Geschwister, ich weiß, wie das ist, wenn auch Geld knapp ist. So. Habe also quasi eher versucht, ihr das auszureden. Und am nächsten Tag ruft sie mich an und meint, ich habe das Auto jetzt anbezahlt, ich habe es im vollen Preis angezahlt, also 25.000 Euro. Und sie sagt, ich habe das gemacht, weil ich das erste Mal wieder einem Autohersteller trauen kann. Nicht? Also seit 15 Jahren will ich kein Auto mehr fahren, weil ich das Gefühl habe, überall werde ich belogen. Und jetzt das erste Mal habe ich wieder ein Unternehmen, dem ich trauen kann. Und das macht diese Menschen aus. Das ist eigentlich, deswegen 20.000 ist eine Zahl, aber eigentlich sind es diese Geschichten. Und es sind also eben 20.000 Geschichten, das weiß man eine davon, die da draußen sind. Und deswegen war es von Anfang auch immer ein Ding, dass wir, sag ich mal, was uns gefehlt hat, ja, war eine Uni. Wir waren nie ein Uni-Projekt. Ne? Wir wurden nicht durch eine Uni losgestoßen. Wir wurden auch nicht durch irgendwie einen Fördertopf losgestoßen oder anderes. Sondern es waren immer diese Menschen, die es ermöglicht haben. Ja? Und das macht uns noch heute aus. Das ist so wie unser Rückgrat. Nicht? Wir waren 2019 auch kurz vor Ende. Das waren die Menschen, die uns haben weiterlaufen lassen. Ja, also mit einer unglaublichen Kampagne damals haben wir es geschafft, 50 Millionen an Anzahlungen einzusammeln, um damit dann weiterzumachen. Und dass wir dann Börsengang hatten und all das, ne, wie es jetzt eben heute gewachsen ist, das geht alles auf damals zurück. Mit der allerersten Crowdfunding-Kampagne ging es los. Sie haben jetzt die Entwicklung skizziert. Jetzt würde ich Sie gerne fragen, entwerfen Sie auch so prognostische Szenarien? Wo steht unser Unternehmen in einem Jahr, in fünf Jahren? Wo soll es stehen? Entwickeln Sie solche Szenarien? Sind das Leitvorstellungen? Ja, brauchen wir auch. Nicht? Also so Businesspläne und dergleichen. Also ich habe es grob skizziert und das ist ja alles auch öffentlich. Ne? Also im nächsten Jahr schon haben wir eine fast Verzehnfachung dann im Solarbereich, weil das einfach gerade ein Produkt ist, was wir neu entwickelt haben und was sich auf diese benannten 80.000 Busse sehr leicht applizieren lässt und sehr schnell skalieren kann. Und also das haben wir, ne? diese Ausblicke und sowieso mit dem Sion, wenn wir nächstes Jahr in Produktion starten und 260.000 Stück in Summe produzieren werden, das sind so alles
Projektion in die Zukunft. Und doch sind wir sehr auch daran, also unsere Geschichte war immer, uns von Meilenstein zu Meilenstein zu bewegen. Als wir damals in der Garage waren, haben wir nicht an den Börsengang gedacht. Und als wir die Firma gegründet haben, haben wir nicht an den Börsengang gedacht, sondern immer an den nächsten Schritt, an den nächsten Schritt und an den nächsten Schritt erst. Frau Schnitz, ich würde Ihnen jetzt ganz gerne dieselbe Frage stellen. Vor zwei Wochen habe ich an Schulze Wessel, Osteuropa-Experte, die Frage gestellt, so, wann endet der Ukraine-Krieg? Ich habe allerdings diese Frage natürlich schon auch mit gewissen Rückhalt gestellt, wohl wissend, dass gerade wir Geisteswissenschaftler extrem vorsichtig sind, wenn es um Prognosen geht. Wir kennen historische Prozesse, gewisse Gesetzmäßigkeiten, aber ich habe ihm diese Frage gestellt im vollen Bewusstsein, dass man ihm diese Frage nicht stellen darf. Ich stelle auch Ihnen eine Frage, die man vielleicht gar nicht stellen darf. Frau Schnitzer, wie ist es jetzt mit der Inflation? Wie ist es mit der Rezession? Wie schaut es nächstes Jahr aus? Wie geht die wirtschaftliche Entwicklung weiter? Ich bin sehr froh, dass Sie mich nicht nach dem Ukraine-Krieg gefragt haben, denn das wüsste ich jetzt wirklich nicht zu beantworten. Ich kann nur hoffen, das geht schnell zu Ende, aber meine Sorge ist wahrscheinlich doch nicht so schnell. Zur Wirtschaft kann ich schon sehr viel mehr sagen. Okay. Ich meine, was uns momentan eben die große Belastung bringt, das sind die hohen Energiepreise und da kann man jetzt einfach vom Markt ablesen, wie das weitergehen wird. Also das ist genau das, was wir in unserem Gutachten zugrunde gelegt haben. Wie sieht der Markt die Preise in 2 Jahren? Und die werden da deutlich niedriger sein, die Energiepreise. Und woran liegt das? Dass natürlich jetzt Flüssiggas importiert wird. Dafür werden gerade die LNG-Terminals installiert, die Infrastruktur, die es dafür braucht. Das heißt, wir werden über die nächsten 2 Jahre sehr viel mehr von den Importen haben, um dann doch zu einem gewissen Teil zumindest das russische Gas zu ersetzen. Das wird die Preise nach unten treiben und dann wird das auch die Inflation deutlich zurücktreiben. Das heißt nicht, dass wir bei Ausgangsniveau der Preise zurück sein werden. Es wird nicht so sein wie vor dem Krieg und das liegt natürlich daran, dass Gas zu verflüssigen, zu transportieren und hier wieder zu regasifizieren, das alles mit der neuen Infrastruktur, das alles ist sehr viel teurer als existierende Pipelines aus Russland zu nutzen. Deswegen eben auch der Anpassungsdruck für die Industrie, die werden sich umstellen müssen, die werden schauen müssen, dass sie mit den höheren Preisen zurechtkommen oder halt sich neu aufstellen. Aber in dem Sinne also würden wir sagen, in 2 Jahren sind wir bei niedrigeren Preisen für die Energie. Im nächsten Jahr sehen wir noch, dass die hohen Energiepreise sich allmählich in den Güterpreisen niederschlagen. Also jedes Unternehmen, was jetzt höhere Kosten hat, wird versuchen, das auch weiterzugeben. Das heißt, wir sehen noch hohe Inflation im nächsten Jahr, aber das wird allmählich abflachen. Der dritte Treiber, den wir bisher immer befürchtet haben, dass er die Inflation weiter antreiben würde, das ist die Lohnentwicklung. Da redet man von den sogenannten Lohnpreisspirale, wenn also die Gewerkschaften sagen, hier, die Preise sind so hoch, wir müssen jetzt auch höhere Löhne haben. Und das wiederum bei den Unternehmen dafür sorgt, die Kosten steigen nochmal und dann müssen sie wiederum ihre Preise anheben. Das könnte die Inflation immer weiter vorantreiben. Aber da sehen wir in den aktuellen Tarifabschlüssen eigentlich eine extrem moderate, aus meiner Sicht wirklich extrem moderate Entwicklung. Wenn man sich mal anschaut, was haben die Metaller jetzt gerade für einen Abschluss gewählt? Die haben für 2 Jahre eine Lohnsteigerung von 8,5% vereinbart. Also 8,5%, das klingt sehr viel, aber über 2 Jahre. Das heißt, in jedem Jahr ist es im Grunde nur die Hälfte. Also wirklich nur die Hälfte von dem, was wir aktuell an Inflation haben. Das bedeutet, wir haben nicht diesen hohen Kostendruck für die Unternehmen, der dann zu dieser Lohnpreisspirale führt. An der Stelle also wirklich extrem, wie ich denke, vernünftige Abschlüsse, sodass auch an der Stelle ich sehr zuversichtlich bin, dass die Inflation wieder zurückgehen wird, in wirklich überschaubarer Zeit. Ich würde ganz gerne an der Stelle jetzt unsere Diskussion öffnen, auch fürs Publikum sind auch schon einige Fragen eingetroffen. Also Sie wissen ja, wie es geht, nutzen Sie bitte das Online-Tool über den QR-Code, den Sie auf Ihrem Blatt haben und für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, die Zoom-Chat-Funktion fragen und antworten. Es gibt eine Frage aus dem Präsenzpublikum und die ist wirklich sehr interessant. Ich lese sie einfach vor.
Jemand fragt, wenn wir hören, dass in Krisen auch Chancen liegen, Sie haben ja vorhin davon gesprochen, was bedeutet das für unsere Zukunft der multiplen Krisen, die einander ständig folgen? Ja, man kann eine Krise so nutzen, dass man den Kopf in den Sand steckt und sagt, alles schlimm, wird nie wieder so, wie es mal war. Oder man kann sagen, Gott sei Dank wird es nicht wieder so, wie es mal war. Wir schauen, dass wir was das Beste draus machen. Lassen Sie mich das an einem Beispiel erklären. Ich hatte eben von dem Flüssiggas gesprochen, dem LNG. Das hat jetzt in Windeseile funktioniert, dass man die Genehmigungen vorliegen hatte, sodass diese Flüssiggasterminals gebaut werden können. Etwas, was sonst Jahre dauert, hat man hier in Windeseile in wenigen Wochen, Monaten durchgezogen. Das ist genau dieser Drive, den wir jetzt brauchen, das, was natürlich eben auch notwendig ist, um die erneuerbare Energie voranzutreiben, also die Windkrafträder, die Solaranlagen. Da haben wir ja momentan eine Situation, wo es für ein Windkraftrad typischerweise ja 7 Jahre dauert, bis es dann aufgestellt wird. Wenn man die Möglichkeiten, das zu beschleunigen, jetzt nutzt und sagt, hier, das ist jetzt wirklich das, was wir machen müssen, die Verfahren beschleunigt, und ich kann Beispiele nennen, wie man das machen kann, dann hat man aus dieser Krise wirklich das Beste gemacht. Mhm. Bei dieser Frage war noch ein zweiter Teil dabei und den habe ich jetzt abgetrennt, weil ich glaube, der ist vom Aspekt selber nochmal interessant und ich würde den ganz gerne aufgreifen. Nun kann man sagen, also historisch gesehen gab es wirtschaftliche Fehlentwicklungen, also sagen wir mal Manchester-Kapitalismus aus der Geschichte und dann hat irgendwann Politik, beispielsweise durch Sozialgesetzgebung eingegriffen, also Wirtschaft erzeugt das Problem, Politik erzeugt die Lösung. Und die Frage lautet jetzt gerade umgekehrt, wie kann vor dem Hintergrund solcher multiplen Krisen die Wirtschaft nun selbst Teil der Lösung sein? Naja, die also vielleicht Wirtschaft ist das ja auch etwas, was auf dieses Ding, aber nein, Frau Schnitzer, sagen Sie ruhig. Aber naja, die Wirtschaft muss natürlich Teil der Lösung sein und das ist natürlich genau das, wenn man die Wirtschaft auch auffordert, innovativ zu sein. Also eine Wirtschaft, die sich zurücklehnt und sagt, hier, ich hätte gerne Unterstützung vom Staat, das ist natürlich nicht Teil der Lösung. Also das muss vielleicht in einem gewissen Übergang jetzt notwendig sein, damit dann die Wirtschaft in die Lage versetzt wird, selber aus der Krise rauszukommen. Aber das ist wirklich die absolute Voraussetzung. Aber an der Stelle muss man auch sagen, das müssen die Unternehmen auch machen. Und das machen nicht alle Unternehmen gleich gut. Von daher, da sind die Unternehmen ganz stark gefordert. Mhm. Ja, also in dem Fall, ich sehe es auch, also auf jeden Fall, ich meine, ich denke, das ist, was uns täglich vorantreibt, dass wir sagen, klar warten wir nicht auf jemand oder zeigen mit dem Finger auf jemanden, sagen, nur weil die nicht machen, machen wir nichts. Und doch würde ich gleichzeitig sagen, natürlich, was, wenn wir dieses Zusammenspiel betrachten zwischen Politik und Wirtschaft, was uns demotiviert ist natürlich, wenn wir immer noch 8 Milliarden jetzt für Dieselförderung oder dergleichen in Deutschland zahlen. So. Und das sehe ich schon als Möglichkeit durch die Politik, nicht, dass wir das, dass wir wie so das Spielfeld bereiten. Oder auch für uns jetzt gesprochen, dass wir, wenn wir bei den Corona-Hilfen eben so rausfallen, dass es da Möglichkeiten gibt, dass alle gleich behandelt werden. Aber ansonsten ist das ja, also das ist irgendwie die Pflicht, nicht? Also dafür fangen wir an, um Sachen zu verändern. Und da dann irgendwie zu warten und zu sagen, das soll die Politik jetzt für uns lösen. Ich weiß es nicht. Vielleicht einfach auch nur, weil wir daher kommen, dass wir von Anfang an gesagt haben, also wir können irgendwie nicht warten, dann nehmen wir die Dinge in die Hand. Also die Realität ist ja auch, ich fahre selber kein Auto, ich bin nicht der Autonah, was auch wieder Banane klingt, aber es ist die Wahrheit, es ist ja, es geht um die Sache, ne? Es geht darum, was können wir schaffen, weil wir sehen, dass individuelle Mobilität immer noch einfach hochgefragt ist, was können wir machen, um die Menschen an die Hand zu nehmen und ihnen zu sagen, hey, ist okay, wenn du heute deinen PKW haben willst, hier ist er, er lädt sich mit der Sonne auf, dadurch hast du im Jahr bis zu 5000 Kilometer, die rein durch die Sonne kommen, du hast weniger Verbrauchskosten, cool für dich, aber eigentlich noch viel besser, wenn du ihn noch teilst, wenn ein Sion 16 andere Autos ersetzen kann. Und. Also da gibt es einen ganzen Rattenschwanz dann daran, was es eigentlich alles zu tun gibt. Aber eben alles aus der Motivation aus, klar wollen wir heute irgendwas tun, was wir tun können und nicht auf irgendwen warten. Ja, also, da haben wir keine Zeit für. Ich würde ganz gerne die nächste Frage aufgreifen.
und die betrifft die Idee der Globalisierung. Die Idee der Globalisierung wird da jetzt im Zuge des Ukraine-Krieges und einer grundsätzlich veränderten geopolitischen Lage ja nochmal anders diskutiert, also nochmal anders als unter den Vorzeichen einer kritischen Bewertung von Wachstum auf globaler Basis. Die Frage ist, gibt es einen Trend zur Re-Regionalisierung und wenn ja, wie ist der denn einzuschätzen? Das muss man sehr differenziert betrachten. Also ja, in der Pandemie haben wir gesehen, die Lieferketten sind gestört gewesen, die Schiffe waren nicht am richtigen Standort, die Container haben gefehlt, Dinge sind nicht so geliefert worden. Da haben die Unternehmen gemerkt, oha, mit Just-in-Time-Produktion funktioniert vielleicht nicht ganz so gut. Das müssen wir in Zukunft vielleicht anders aufstellen und wir müssen vor allen Dingen besser diversifizieren. Also nicht alle Unternehmen von einem einzelnen Anbieter von Chips aus Taiwan unsere Chips beziehen, das ist vielleicht keine so gute Idee. Das heißt nicht notwendigerweise, dass man alles hier vor Ort haben möchte. Da hätte auch Betriebsschließung stattfinden können, weil die Leute gerade krank sind. Aber dass man besser diversifiziert, also über mehrere Standorte seine Zulieferer verteilt. Das ist mal die Lehre aus der Pandemie. So, was haben wir dann in der aktuellen Krise erlebt? Wir haben festgestellt, nun ja, wir beziehen zum Teil Vorprodukte, Rohstoffe aus einem Land, das geopolitisch nun nicht mehr zuverlässig ist, mit dem man vielleicht in Zukunft auch nicht mehr handeln möchte oder jedenfalls nicht mehr in diesem Umfang. Und das ist jetzt nochmal eine ganz neue Dimension, dass man sich jetzt fragt, okay, wollen wir jetzt eigentlich nur noch mit unseren Freunden handeln? Das ist so dieser Begriff von Friendshoring, der von Janet Yellen, der US-amerikanischen Finanzministerin, geprägt worden ist. Jetzt muss man an der Stelle auch wieder ehrlicherweise sagen, wir können nicht nur mit unseren Freunden handeln, weil bestimmte Produkte kriegen wir nicht nur von Freunden. Da denke ich vor allen Dingen an kritische Rohstoffe. Die sind vor allen Dingen auch in Ländern zu finden, die jetzt nicht notwendigerweise das ausmachen, was wir so als lupenreine Demokratien sehen. Und trotzdem müssen wir irgendwo mit denen umgehen. Wieder vor allen Dingen wichtig zu diversifizieren, nicht nur von einem Land sich abhängig zu machen, sondern ja auch ausweichen zu können, zu sagen, wenn das uns bei euch nicht gefällt, dann eben nicht mehr mit euch. Aber an der Stelle müssen wir uns wirklich auch strategischer aufstellt, das als Thema überhaupt mehr in den Fokus nehmen. Wie gehen wir mit solchen Problemen um? Da sind allerdings auch wiederum die Unternehmen stark gefragt. Und ich kann nur berichten, ich war letzte Woche auf einer Panel-Diskussion, wo ein Unternehmensvertreter, Vorsitzender eines großen Verbandes, sagte, ja, aber solange wir in China gutes Geld verdienen, wollen wir das auch gerne tun. Ist ja auch im Sinne des Unternehmens eine gute Idee, ist jedem Unternehmen auch unbenommen, aber wenn wir irgendwann doch auch wiederum einen stärkeren Konflikt mit China haben, jetzt denken wir, da passiert was in Taiwan, wir wollen vielleicht auch hier Sanktionen verhängen. Und einzelne Unternehmen sind so unglaublich abhängig von China, dann ist das schlecht für die Investoren, wenn die dann vielleicht keine Gewinne mehr machen. Da könnte ich sagen, das ist deren Problem. Aber es ist halt auch schlecht für unsere Arbeitsplätze und dann ist es wieder das Problem des gesamten Landes. Und da, denke ich, müssten die Unternehmen jetzt schon auch mehr in die Verantwortung genommen werden, auch diese Risiken besser in den Blick zu nehmen und wenn sie es nicht tun, dann auch von politischer Seite das nochmal stärker in den Fokus zu rücken, will man solche Unternehmen wirklich auch mit Export- oder Investitionsgarantien in solchen Ländern unterstützen oder will man das nicht besser hinterfragen. Also alles sehr schwierige Themen, aber wir müssen uns denen stellen. Deswegen übrigens auch in unserem Gutachten ist der Untertitel Neue Realität gestalten. Wir sind in einer geopolitisch neuen Realität. Und die müssen wir jetzt aktiv gestalten. Wir müssen uns überlegen, was bedeutet das für uns? Wie stellen wir uns für die Zukunft auf? Wie gehen wir damit strategisch um und nicht einfach nur reagieren auf das, was passiert? Ich würde ganz gerne eine Frage stellen, bei der es, glaube ich, wirklich interessant ist, Ihre beiden Perspektiven miteinander zu verbinden. Und zwar ist das die Frage nach der Bürokratie als Ermöglichung oder als Hemmnis in Deutschland. Wie sehen Sie oder wie schätzen Sie die Bürokratie in Deutschland ein? Ja. Ja, vielen Dank für die Antwort. Ich finde, Sie haben das ja recht schön gesagt, nicht? Wir dachten vor 3 Jahren noch, Homeoffice ist nicht möglich.
kommt Corona, zack, plötzlich ist es möglich. Dann denken wir, nee, so schnell sind doch so Großunternehmungen gar nicht möglich zu genehmigen, zack, sehen wir, es ist möglich. Also es ist möglich und das irgendwie liegt auch gerade so inhärent, dass wir eigentlich fühlen, gerade bräuchte es so einen großen Knall und wir verstehen, okay, da ist eine Klimakrise oder Energiekrise oder wie man es auch immer gerade nennen will. Fakt ist, wir brauchen gerade einen großen Wandel und eben wir können nicht mehr 7 Jahre warten, bis wir ein Windkraftrad aufstellen, aber es ist noch nicht da. Nicht? Es ist noch nicht diese Sense of Urgency, dieses Gefühl, jetzt müssen wir handeln, ist noch nicht da. Und also Bürokratie, ja, wir kennen es bei Sono, damit schlagen wir uns natürlich viel rum, dem auch Fördertöpfe. Du brauchst eigentlich eine einzelne Person, die sich tagtäglich morgens bis abends nur damit beschäftigt, um an diese Fördertöpfe überhaupt ranzukommen. Und jetzt bei 400 Menschen, ja, langsam haben wir das, aber in einem Team von 20 Leuten, also undenkbar. Ne? Also deswegen waren die auch nie für uns eine Option. Und dann gibt es noch andere Sachen. Wir haben ja auch bei uns die Möglichkeit mit dem Sion, dass wir Energie zurückspeisen ans Netz. Also dass wir eigentlich zum virtuellen Kraftwerk werden. Ja, und selbst wenn nur 10% aller dieser produzierten Sions zu 10% ihrer Zeit ihren Batteriespeicher zur Verfügung stellen würden als virtuelles Kraftwerk, können wir 2 Atomkraftwerke einsparen. Ja, also da ist ein Riesenpotenzial. Und das ist jetzt nur auf die Sions bezogen. Wenn man jetzt mal alle Elektroautos da draußen betrachtet, riesengroßes Potenzial. Und woran scheitert es gerade? Nicht an der Technik. Die Technik ist, also du hast eine Wallbox und so weiter und die braucht ein bisschen Intelligenz und also, ne, das nicht kleinzureden, da steckt auch eine ganze Menge Grips drin. Aber die Wahrheit ist, es scheitert an der Bürokratie. So, und das ist halt, also da können wir uns ja an den Kopf fassen, weil das sind ja wieder Ressourcen, nicht? Wenn wir sagen, oh, okay, nee, bürokratisch macht das keinen Sinn, lass lieber neue, sei es irgendwie Atomkraftwerke bauen oder neue Batteriespeicher bauen, dann sind sie einfach nur verbrauchte Ressourcen. So, und das ist schon, was uns juckt, sage ich so. Es hält uns nicht auf, nicht? Also es hält uns nicht auf in dem, was wir tun, aber wir merken schon, dass es immer noch sehr, sehr starr und langsam, ja. Sehr spannendes Thema. Und es ist ganz einfach, über Bürokratie zu schimpfen, aber ich will jetzt erstmal versuchen zu erklären, warum wir Bürokratie haben. Das ist ja nicht so, dass sich da irgendwelche Beamte was ausdenken, um uns alle zu ärgern, sondern da steckt ja hoffentlich ganz viel auch an Idee dahinter, warum man sowas hat. Ich will es an 3 Beispielen erklären. Erstes Beispiel, Mindestlohn ist eingeführt worden. Mit der Einführung des Mindestlohns ist auch das bürokratische, die bürokratische Auflage gekommen, nachzuhalten, wer wann wie lange arbeitet. Das betrifft ja uns auch an der Uni. Für unsere studentischen Hilfskräfte müssen wir jetzt genau sagen, wer wann wie lange arbeitet. Das mussten wir alles vorher nicht. Und was ist die Idee dahinter? Man will natürlich verhindern, dass man diesen Mindestlohn umgeht, indem man die Leute ja, länger arbeiten lässt und dann quasi pro Stunde doch weniger zahlt. Und wie berechtigt das ist, das kann ich Ihnen erzählen, weil ich im Taxi fahre und dann mir der Taxiunternehmer sagt, naja, das mit dem Mindestlohn kriegen wir schon hin. Wir gucken halt am Ende, was zahle ich denen und dann schreibe ich die Stunden entsprechend auf, sodass es halt passt. Und ob der dann trotzdem viel länger im Auto saß, das ist an der Stelle egal. Aber das zeigt gerade wieder, warum man solche Regeln überhaupt hat. Zweites Beispiel, Sie wollen irgendwas kaufen, ab einer bestimmten Höhe des Auftrags müssen Sie mehrere Angebote einholen. Da kommt die EU zum Beispiel und sagt, also muss eine richtige Ausschreibung sein, kann man nicht einfach nur so den Auftrag vergeben. An der Stelle wieder ganz wichtig, weil wir Korruption verhindern wollen. Wir verhindern wollen, dass man Geschäfte macht, ja, weil man sich gut kennt und ja, was zuschustern will. Und das soll eigentlich genau die Ressourcen sparen, man soll sparsam mit dem Geld umgehen, indem man wirklich hier diesen Wettbewerb hat, keine Korruption. Und das sagen wir ja, ist in vielen Ländern sehr wichtig und wir bilden uns ein, bei uns ist alles gut, das ist bei uns auch nicht alles gut, also ist wirklich eine wichtige Regel. So, jetzt ein drittes Beispiel und da will ich jetzt auch gleich die Lösung nennen, weil Bürokratieabbau wäre schon sehr hilfreich. Das war das, was ich vorhin sagte, erneuerbare Energien, unglaublich bürokratisch, bis sowas genehmigt ist und was gebaut werden kann. Was ist bei diesen LNG-Terminals jetzt passiert? Also warum sind die Verfahren so lang? So muss ich anfangen. Die Verfahren sind deswegen so lang, weil es Einspruchsrechte gibt. Sowas soll geplant werden und dann kann ich aber als Gemeinde sagen, also ich habe den Eindruck, das belastet unsere Gemeinde oder der Umweltschutzverband sagt, das gefährdet eine bestimmte Froschart, was auch immer. Also jeder kann kommen und kann seine Bedenken vortragen.
Und bisher ist es eben so, das wird Schritt für Schritt gemacht. Mit jedem neuen Schritt kann man neue Bedenken vortragen, das muss wieder überprüft werden, genehmigt werden und das zieht das Verfahren unglaublich in die Länge. Was hat man jetzt bei diesen LNG-Terminals geschafft? Man hat die Verfahren parallel geschaltet. Man hat gesagt, zu diesem Stichtag, alles, was euch einfällt an Bedenken, bitte tragt es vor und dann wird es einmal geklärt und dann ist auch gut. Das ist also wirklich eine Möglichkeit, nicht jetzt den Menschen ihre Rechte zu nehmen, sich dagegen zu wehren und ihre vielleicht wirklich berechtigten Sorgen vorzutragen, sondern einfach nur vom Verfahren her das so schlüssig zu machen, dass man das dadurch nicht unglaublich in die Länge zieht. Insofern also Bürokratie hat seine Berechtigung, aber man kann sie gut und nicht so gut machen und ich glaube, da gibt es noch viel Potenzial, es besser zu machen. Ja, ich würde ganz gerne mehrere Fragen zusammenfassen, die sowohl jetzt von Ihnen, vom Präsenzpublikum kommen, als auch von Ihnen, von unserem Zoom-Publikum. Bei diesen Fragen taucht sozusagen immer ein Antagonistenpaar auf und dieses Antagonistenpaar konfrontiert Sie mit Aussagen. Also Herr Christians, es kommt zu Ihnen das Antagonistenpaar und der eine sagt zu Ihnen, das ist ja toll, Sie arbeiten am Mobilitätskonzept der Zukunft und der andere sagt, nee, Sie bauen ja doch nur wieder irgendwie ein technisches Spielzeug für Leute, die sich das leisten können. Und genau dieselben Antagonisten gehen dann nur ein paar Schritte weiter zu Ihnen, Frau Schnitzer, und sagen, ja, Frau Schnitzer, ist ja wunderbar, Sie haben gesagt, Wachstum erhöht ja auch Ressourcen, also schafft wiederum die Voraussetzung, neues Wachstum zu generieren, mit denen man die Handlungsoptionen vergrößert, also mehr Möglichkeiten in der Gesellschaft schafft. Und der andere sagt dann, ja, aber die Ungleichheit wird dadurch auch immer größer in der Gesellschaft und dadurch verschwinden diese Handlungsoptionen wieder. Was antworten Sie diesem Antagonistenpaar jeweils? Er hat absolut recht, ne, dass wir immer noch ein Auto produzieren und damit, also streng genommen, ist es immer noch ein 1,5-Tonnen-Objekt, was wir von A nach B bewegen, wo wir doch andere Alternativen haben, die oft sehr viel besser greifen. Also ich leite ihn erstmal ein auf die Couch und sage ihm, ja, du hast recht, ne? Und gleichzeitig ist die Realität, wir haben immer noch, ich glaube, es sind 44 Millionen PKWs hier in Deutschland, das ist die Realität. Es gibt viele Menschen, Familie oder was auch immer, die sich es nicht anders vorstellen können. Und wir glauben nicht daran, dass es diesen Weg gibt, der da heißt, okay, und von heute an fährst du bitte nur noch Fahrrad. Sondern es gibt den Weg, bei dem wir Menschen an die Hand nehmen können. Daran glauben wir schlichtweg. Lass mich so sagen, das ist, ne, für uns ist es ein Weg, bei dem wir sagen können, diese Spaltung, die wir gerade auch erleben, wo es dann plötzlich nur noch darum geht, ob du jetzt Teil der Woke-Bubble bist oder Teil der, weiß ich gar nicht, wie man die andere Bubble nennt, aber ne, das ist auch nicht, was wir mitmachen wollen, dass wir uns da so auf eine Seite schlagen. Also Fakt ist, Stand heute, wir produzieren ein Produkt, jeder Sion produziert 13 Tonnen CO2, er hat sich dann nach 44.000 Kilometern amortisiert, aber er muss auch erstmal 44.000 Kilometer fahren. Also wir sind einfach schon mittendrin, wir können uns nicht mit irgendwie weißen Westen hier schmücken und stecken da mittendrin, dass wir aber überlegen, wie können wir es eben trotzdem besser machen. Ne, und das ist der Weg für uns, dass wir sagen, wir fangen im Heute und hier jetzt an der Realität, nehmen die Menschen an die Hand, zeigen ihnen Produkte, die besser funktionieren, inspirieren sie dazu nachzudenken, ne, eben, ich sprach es an, das Teilen bei uns ist so einfach, dass wenn du in der Arbeit bist, 9 bis 5, du teilst den Sion, du probierst es einmal aus, es ist ein Klick in der App, er wird geliehen, alles findet im Hintergrund statt, du musst dich nicht drum kümmern, die Abrechnung, all das findet im Hintergrund statt. Du fährst am Abend wieder nach Hause, weil er zurückgestellt wurde, du hast sogar ein bisschen Geld damit gemacht und du machst es ein zweites Mal und du machst es ein drittes Mal. Und irgendwann überlegst du dir, warte mal, aber brauche ich dann wirklich noch ein eigenes Auto? So, und das ist unser Weg, dass wir sagen, wir nehmen die Menschen an der Hand. Und deswegen, ich gebe ihm recht, dem Antagonisten, wir machen immer nur ein Auto und das ist für uns der Start in die Zukunft. Ich darf da vielleicht gleich fortsetzen, aber nee, Entschuldigung, Frau Schnitzer, genau, wir machen erstmal den Antagonismus, ja, Entschuldigung. Das inhaltlich doch passt, gehen Sie doch. Nee. Okay, das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage, weil die Frage ist, wenn eine Wirtschaft wächst, muss es dann automatisch zu mehr Ungleichheit kommen und das hängt
wirklich auch stark damit zusammen, was jetzt gerade die Wirtschaft vorantreibt. Also ist es der technologische Fortschritt zum Beispiel, der einfache Arbeiten ersetzt? Das hat man ja lange gedacht. Also Roboter, überhaupt Automatisierung, damit wird einfache Arbeit überflüssig. Die Leute werden nicht mehr gebraucht und deswegen steigt die Kluft. Während die hochspezialisierten Menschen, die werden unglaublich stark gebraucht. Der technische Fortschritt, der momentan stattfindet, geht vielleicht in eine andere Richtung. Also mit künstlicher Intelligenz beispielsweise werden jetzt tatsächlich sogar eher Berufe im höher qualifiziert, aber nicht sehr, sehr hochqualifizierten Bereichen ersetzt. Und von daher ist gar nicht klar, ob es jetzt die schlechter Bezahlten so stark belastet. Auf beides hat man aber jeweils auch Einfluss, nämlich was für Rahmenbedingungen setzt man und was wird in den Unternehmen tatsächlich auch umgesetzt. Ich glaube, was momentan allen hilft, ist, dass wir den demografischen Wandel haben, dass wir insgesamt immer weniger Arbeitskräfte haben. Bisher hat man immer gesagt, immer weniger Fachkräfte. Wir haben wirklich weniger Arbeitskräfte und momentan werden eben auch die Geringqualifizierten sehr stark gesucht. Und das wird über kurz oder lang dazu führen müssen, dass die Löhne auch steigen. Ob dann das die Ungleichheit verringert, ist nicht ausgemacht, aber auf jeden Fall wird sich da was tun. Wie viel Ungleichheit am Ende tatsächlich in der Gesellschaft vorherrscht, hängt natürlich schon auch an den politischen Rahmenbedingungen. Was haben wir für ein Steuerrecht? Was haben wir für Steuern beispielsweise auf Erbschaften? Das ist etwas, was massiv beeinflusst, ob es zur Umverteilung kommt oder nicht. Und vielleicht ist da, was wir gerade in Großbritannien beobachtet haben, ein Wink mit dem Zaunpfahl. Die letzte Premierministerin hat es ja geschafft, innerhalb von 4 Wochen ihr Amt wieder zu verlieren, weil sie als Politikmaßnahme verordnet hat, die Steuern für die Reichen zu senken und die Ausgaben, die Sozialausgaben für die Armen zu kürzen. Also den Armen zu nehmen und den Reichen zu geben. So muss man das in einem Wort, glaube ich, sagen. Und an der Stelle hat sogar der Markt gesagt, das kann nicht funktionieren. Also da ist am Ende ein System nicht mehr stabil. So kann es nicht funktionieren. Und der neue Premierminister, obwohl er von der konservativen Partei ist, hat das Ruder rumgerissen und hat die Steuern erhöht. Die Ausgaben werden trotzdem gekürzt. Also wie viele sie gekürzt werden, das ist noch nicht so ganz klar. Aber auf jeden Fall hat er an der Stelle das Zeichen der Zeit erkannt. So kann es nicht gehen. Und das in einer solchen Krise sich klar zu machen, irgendwo müssen schon auch die stärkeren Schultern was übernehmen von der Last. Das sollte sich dann an der Stelle irgendwann doch breit machen, diese Einsicht. Ich würde jetzt gerne an Sie, weil unsere Zeit langsam zu Ende geht, an Sie beide noch jeweils eine Frage stellen mit einem kleinen Blick in die Zukunft. Herr Christians, die Frage aus dem Publikum, die könnte ich überschreiben, aber die könnte nur ich überschreiben, das hat die Zuhörerin oder der Zuhörer nicht gesagt, David gegen Goliath. Die Frage lautet, Sie treten ja in eine unglaubliche Konkurrenzsituation ein. Und wie behaupten Sie sich gegen die großen Autobauer? Was ist Ihre spezifische Idee? Worauf gründen Sie dann diesen Kampf gegen Goliath? Ich habe einen Aspekt vorhin genannt, das ist bei uns ganz klar das Team, nicht? Das macht einen riesengroßen Unterschied aus. Dass wir 400 Menschen haben, die in diese Richtung laufen und nicht so Ellenbogen ausfahren und sagen, oh, ich habe doch meinen persönlichen Boni und dem will ich jetzt hinterherlaufen, so, meinen persönlichen Bonus. Und das ist der Kernaspekt. Ne? Das ist, was macht uns da anders aus? Das ist dieses Miteinander, das ist das Team, das ist diese ganze Bewegung. Und das andere ist aber auch, was ja passiert ist, wenn wir jetzt auch die Klimakrise betrachten, wir haben jetzt noch 7 Jahre, bis wir das 1,5-Grad-Ziel erreicht haben, wir können es gar nicht als so eine alleine, also in diese Hybris können wir gar nicht verfallen, weil die Realität ist eine andere. Und so ist es ja selbst, sage ich mal, mit traditionellen Unternehmen, die viele Jahre lang Geld mit Verbrennungsmotoren gemacht haben und dergleichen, ja so, die brauchen wir genauso.
wir brauchen alle drei. Wir brauchen, die Wahrheit ist ja, wir brauchen eigentlich gerade 8 Milliarden Menschen, die in diese Richtung laufen und sagen, okay, wir können es machen, wir können es gemeinsam lösen. Und deswegen, es ist klar, auf einer gewissen Art und Weise nehmen wir mit einem Fahrzeugverkauf irgendwie den Verkauf von einem anderen Unternehmen weg. Ich will das überhaupt nicht schönreden. Klar, es ist auch eine Konkurrenzsituation. Aber die Wahrheit ist, hier geht es uns nicht ums Bashing oder die schlecht zu reden oder zu sagen, oh ja, wir wollen die irgendwie kaputt machen, sondern also wenn wir inspirieren können, ne, und die Wahrheit ist ja auch, wir wurden ja unglaublich inspiriert, überhaupt anzufangen, so von anderen Unternehmen. Und wenn das passiert, wenn wir Mut machen können, anderen Unternehmen, aber auch anderen Menschen, die irgendwie lange schon irgendwas starten wollten, dann passiert echt der wahre Wandel. Ne? Das Auto ist das eine, das ist so das Produkt zum Anfassen und so, aber eigentlich braucht es ja viel mehr. Ne? Und das ist eigentlich was, wenn ich auch sehe, dass andere Unternehmen Ideen von uns aufgreifen, unsere Solartechnologie, da sind wir weit voraus, die können Sie gerne bei uns kaufen, aber in anderen Aspekten, ne, wenn wir jetzt sehen, wie die Elektrifizierung in den letzten Jahren angezogen hat, können wir es ja nur begrüßen, weißt du, es zahlt ja auf diese Gesamtbewegung ein. Nicht? So sehe ich die Lage mit dem Goliath. Der Goliath, der dreht sich auch in die Richtung und dann laufen wir gemeinsam David und Goliath nebeneinander, um die Klimakrise zu bekämpfen. Okay, danke. Frau Schnitzer, die Frage an Sie würde ich ganz gerne mit einer historischen Reminiszenz einleiten. Professor Höppe hat es erwähnt, die Münchner Universitätsgesellschaft wurde 1922 gegründet. Die wurde genau in dem Jahr gegründet, weil da die Universität schon Hilfe brauchte. Denn 1922 hat sich die Inflation schon aufgebaut. Es war noch nicht die Hyperinflation, wie sie dann im Jahr darauf, 23, kam, aber es war schon spürbar. Die Frage lautet, auch mit Blick darauf, dass Sie von so negativen Spiralen gesprochen haben, werden die negativen Auswirkungen von dem, was wir jetzt gerade beobachten, relativ bald die Wissenschaft tangieren, was Finanzierung von Universitäten, von Hochschulen angeht, was die Bereitstellung von Drittmitteln angeht? Wie schätzen Sie die Situation für die Wissenschaft und die Universität ein? Ja, das ist die große Sorge, die ich tatsächlich schon habe, dass man an der Stelle dann an der falschen Stelle spart, wenn es jetzt darum geht, dass die Haushaltsmittel knapp werden, dann man vielleicht auch bei der Wissenschaft spart, bei der Bildung spart, bei all dem, und das sage ich jetzt wirklich sehr bewusst, bei all dem, was eigentlich später die Innovation wieder vorantreibt. Denn wenn wir eines als Land nicht haben, dann sind das im großen Umfang Rohstoffe. Was wir haben, sind kluge Köpfe, aber die sind nur so klug, wie wir sie ausbilden und wie wir Wissenschaft auch fördern und dafür sorgen, dass neue Dinge entwickelt werden können. Und ein Forschungsprojekt übrigens, was ich auch habe, ist, sich anzuschauen, wie aus der Wissenschaft dann Innovation generiert wird. Und diese Wissenschaft aus der Generation ist typischerweise sehr viel wertvoller als Wissenschaft, als Innovation. Habe ich gerade Wissenschaft aus der Innovation? Nein, Innovation aus der Wissenschaft natürlich. Also diese Innovation ist nochmal sehr viel wertvoller. Das ist also wirklich das, was unsere Zukunft ist. Und ja, es klingt jetzt vielleicht komisch und sehr pro domo, aber das ist an der falschen Stelle gespart. Noch eine ganz kurze Abschlussfrage. Wenn Sie jetzt an unser Gespräch denken, an den heutigen Abend denken, was bleibt Ihnen in Erinnerung? Welcher Satz, welches Moment, welche Frage, welche Idee? Wir können es schaffen. Also total schön auch das zu hören, eben wie das dann auf der politischen Seite stattfindet. Ich denke, das ist gerade so wichtig, dass wir sehen die positiven Beispiele und die verstärken wir und dann können wir es schaffen. Okay. Ja, also für mich ist wirklich jede Krise nutzen. Da bin ich ganz bei Churchill. Never waste a good crisis. Das Beste draus machen, wirklich zu sagen, das ist eine Herausforderung und die sollten wir annehmen und dann sollten wir das Beste draus machen. Vielen herzlichen Dank, das waren wunderbare Schlussworte. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie heute Abend hier waren, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Vielen herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich möchte auch ganz herzlich nochmal der Münchner Universitätsgesellschaft danken, dass Sie das alles durch Ihre wirklich nennenswerte Unterstützung möglich macht. Ich sage es jedes Mal, denn der Punkt ist mir wichtig. Unterstützen Sie bitte die Münchner Universitätsgesellschaft, indem Sie spenden oder indem Sie noch besser Mitglied werden, damit die Münchner Universitätsgesellschaft die Münchner Universität unterstützen kann.
Und ich möchte natürlich auch ganz besonders Ihnen allen danken, also unserem Präsenzpublikum und unserem Online-Publikum für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie teilgenommen haben, dass Sie mitdiskutiert haben. Ich entschuldige mich immer dafür, dass ich nicht alle der vielen interessanten Fragen jetzt verwenden konnte. Da ist dann doch unsere Zeit zu begrenzt. Aber vielen herzlichen Dank, dass Sie so engagiert unserer Diskussion gefolgt sind. Und dann habe ich noch eine Bitte, und die ist mir in der Tat wichtig. Nehmen Sie doch bitte an unserer Evaluation teil. Also hier im Raum, wie gesagt, durch die zwei Möglichkeiten, entweder ganz klassisch analog auf Papier oder über den QR-Code, den Sie auf dem Blatt finden, und für das Publikum zu Hause online auch über den entsprechenden Link oder auch über den QR-Code. Nehmen Sie daran teil, denn das hilft uns, dieses Format immer weiter zu entwickeln. Wenn Sie schon länger bei uns zu Gast sind, dann sehen Sie das, wie sich das entwickelt hat, von der klassischen frontalen Vorlesungsreihe über die Corona-Lectures, über die KI-Lectures bis jetzt zu den Science-Talks. Und wir wollen das weiterentwickeln, und das können wir nur mit Ihren Ideen, die wir durch Ihr Feedback bekommen. Ja, und dann möchte ich Sie natürlich einladen. In zwei Wochen sehen wir uns wieder, 6. Dezember. Da geht es dann um ein Thema, das auch an Brisanz nichts zu wünschen übrig lässt, um das Thema Wissenschaft und Klimawandel, die Aufgaben der Forschung zur Bekämpfung einer oder der globalen Krise. Und dann darf ich begrüßen von der LMU Herrn Professor Matthias Garschagen, und er wird sprechen mit Herrn Professor Dr. Elmar Kriegler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Also zwei ganz renommierte Fachleute für dieses in der Tat wichtige Thema. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause, und wir sehen uns in zwei Wochen wieder.